Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Möbelkutscher. So, seht ihr das? Na, wir verlassen gerade Deutschland. Ja, die niederländische Grenze. Wir werden sie jetzt jeden Augenblick passieren. Wunderbar. Die Profis unter euch werden es geahnt haben. Ja, wir fahren nach UK, United Kingdom. Und die Fleißigen unter euch, die jedes Video gucken, die haben es schon gewusst, weil ich es im letzten Video angeteasert habe. Also, fühlt euch nun alle Mann und Frauen natürlich herzlich willkommen hier bei der Möbelkutscher. Bei einer neuen Folge, die uns mal wieder in den Süden Englands verschlagen wird. 13 Kunden. Das wird ganz nett, glaube ich. Ja, das wird nett. Ich glaube schon. Ja. Ach, herrlich. Was freue ich mich. Ja, mein Urlaub. Ich hatte eine Woche Urlaub. Ja, an den Videos hat man es nicht wirklich gemerkt. Es sei denn, man hat sie aufmerksam geguckt. Es hat ein Video gegeben. Das war aber ein altes Video, das ich noch auf Halde liegen hatte. Tudum. Und jetzt geht es wieder mit aktuellem Stoff weiter. Ach, herrlich. Holt euch was Kaltes zu trinken, vielleicht sogar was zu knabbern. Denn ich gehe mal davon aus, dass dieses Video auf jeden Fall wieder etwas länger als 5 Minuten wird. Ja. Wer sollte es auch anders ahnen? Herrlich. Leute, es ist viel passiert in einer Woche Urlaub. Jo, sehr viel ist passiert. Ich habe mich erholt, viel erlebt mit meinen Kids daheim und jetzt heißt es wieder Zeit zu arbeiten. Und ich freue mich einfach riesig. Ich freue mich darauf, wieder eine Woche mit euch gemeinsam gestalten zu können. Und ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Und dass ihr genauso wie ich nach wie vor Lust am Fernfahrerleben habt. Ja, was haben wir nicht alles erlebt? In den letzten 4 vorangegangenen Videos hatten wir Schweden, Norwegen, Nordschweden, wir hatten Österreich, na? Oberösterreich und wir hatten die wunderschöne Gegend um Graz bis in die Steiermark. Das war auch schön. Aber jetzt fahren wir nach UK. Also, wenn das mal nicht eine gute Mischung ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir machen das jetzt aber folgendermaßen. Da ich jetzt aktuell keinen Redestoff habe und draußen ist es dunkel, ihr seht also so oder so nicht viel. Ja, wir sind in den Niederlanden, aber auch hier ist es Nacht. Was ich euch wohl sagen kann, es ist eine kalte Nacht. Die erste wirklich richtig kalte Nacht, glaube ich. Seit langem. Mitteleuropa und jetzt aktuell 4 Grad. Als ich gerade kurz vor der Grenze getankt habe, zeigte mir mein Thermometer sogar 3 Grad und die Straße war am Qualmen. Ja. Oh, der Herbst ist da. Schon ein paar Tage länger, auch wenn wir einen sehr schönen Altweibersommer quasi hatten. Mit zum Teil noch sehr hohen Temperaturen. Es ist soweit. Die Temperaturen fallen. Es soll diese Woche bei uns in Mitteleuropa schon deutlich kälter werden als noch letzte Woche. Und das ist auch ganz gut so. Denn es muss ja auch irgendwann mal die Temperaturen nach unten kriegen, damit wir uns irgendwann mal auch in den Winter hineinstürzen können.
Es ist jetzt gerade 1.32 Uhr am 16.10.2023. Ich habe noch eine knappe Stunde zu fahren bis zum Grenzparkplatz an der Grenze Holland bzw. Niederlande zu Belgien. Und dort werde ich dann in eine 9-Stunden-Pause gehen. Auf diesem Parkplatz wartet auch schon mein Bruder auf mich, der Paul. Ihr alle kennt ihn und ich denke, wir werden ihn morgen auch mal wieder ein bisschen mit ins Video integrieren. Na? Das hört sich doch bestimmt ganz gut an. Ich reiße jetzt schnell die Stunde ab. Mal gucken, vielleicht melde ich mich zum Feierabend nochmal und wenn nicht, sehen wir uns dann bei Tageslicht wieder. Denn wenn ich zum Stehen komme, wird es ungefähr 2.30 Uhr sein. Dann machen wir 9 Stunden Pause und gegen circa 11.30 Uhr geht es dann weiter. So, jetzt habt ihr erstmal eine ganze Menge Input bekommen und ich verabschiede mich jetzt schon wieder für den Augenblick und wir sehen uns für euch in einem Wimpernschlag und für mich in einer Stunde oder halt viel, viel später wieder. Alles klar? Bis gleich! Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Klaus Bärbel! Boah, der frühe Vogel kann ihn mal. Hey. Leute, das ist einer von euch. Das ist der Marcel. Schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle. Es ist Montag, 11.42 Uhr und es geht los. Und da ist der Paul. Und da ist ein Mensch, der es sehr eilig hat. So, wir fahren jetzt auf die Straße, auf die Autobahn, um dann über Antwerpen nach Dünkirchen zu fahren. Herrlich. Ich habe mich gerade echt nur ganz nett mit dem Marcel unterhalten, also schöne Grüße gehen raus an dich. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. So. Jetzt können wir. 9 Grad aktuell. Zwei Minuten Verzögerung, wisst ihr Bescheid? Da wisst ihr Bescheid. Ah, herrliches Wetter. Ja, ich wollte eigentlich noch von draußen die Abfahrtskontrolle filmen, aber wie gesagt, Marcel war da. Und da habe ich mich dann lieber dann halt mal mit ihm ein bisschen beschäftigt und mit ihm gesprochen. Ein ganz, ganz feiner, netter Kerl. So wie halt auch die meisten von euch. Echt, das ist einfach, das macht richtig Spaß. Wenn man mal ganz locker wegquatschen kann. Na? Könnt ihr übrigens auch jederzeit machen. Also ihr braucht jetzt keine Berührungsängste zu haben oder so. Ihr wisst ja, ich bin ein ganz normalen Typen. Mich darf man gerne anquatschen. Bin für jede Schandtat allzeit bereit. So, jetzt wird hier vorne gebremst. Mein Bruder ist vor dem Gefahrgutlaster und ich gehe mal davon aus, dass dieser Gefahrgutlaster gleich überholen wird, auch wenn hier Überholverbot ist. Aber vor meinem Bruder ist doch keiner. Deswegen verstehe ich jetzt gerade nicht, warum mein Bruder 80 fährt. Egal. So Leute, ich werde jetzt erstmal eine Runde fahren. Mache später für euch natürlich wieder die Kamera an.
Klaus Bärbel sitzt immer noch völlig gechillt da. Der war ja heute Morgen auch wieder zu nichts zu bewegen. Da habe ich extra ein guten Morgenständchen für ihn gemacht und naja, da kam auch nichts von zurück. Wisst ihr Bescheid? Ach, da war ein PKW von meinem Bruder, der hat wahrscheinlich ausgebremst. Ich wollte gerade sagen, mein Bruder würde niemals freiwillig 80 fahren auf einer belgischen Autobahn. So weit wird es nicht kommen. Herrlich, ich habe echt gute Laune. Wirklich gute Laune. Ersten Kunden ist eingegeben. Also wir werden heute nicht in Folkestones stehen bleiben. Das geht nicht. Wir werden ein ganzes Stück weiterfahren, damit wir für morgen früh nicht mehr allzu viel Kilometer bzw. Meilen zu unserem ersten Kunden haben. Ne? Yo, guck mal. Wir machen jetzt gleich da unten. Könnt ihr das sehen? Hoffentlich könnt ihr das sehen. 150.000 Kilometer. 150.000 Kilometer. Sehr schön. Das heißt, ja, Leute, es wird bald ein Sondervideo geben, denn ich habe zu mir selber gesagt, bei 150.000 ungefähr werde ich ein Zwischenfazit zu La Gerta zum XG Plus von DAF ziehen. Wo wir... Oh, 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 oh! Junge, 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 Junge! Als er vor mir war, auf meiner Spur, da waren es dann gerade 7 Meter. Sag mal, die Belgier, ne? Das ist so eine wirklich eine Volkskrankheit aus Belgien, dieses Schneiden. Ich habe gedacht, er will jetzt hier in die Abfahrt reinfahren. Das wäre nämlich typisch belgisch gewesen. Mann, Mann, Mann. So, der Gefahrgutlaster, der ist jetzt mein Bruder quasi schon im Trailer hinten drin. Also, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber der fährt jetzt mein Bruder mit, keine Ahnung, mit 5 bis 6, 7 Meter auf. Vielleicht wird es jetzt gerade mal wieder ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was solche Harakiri-Aktionen sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Egal. So, ich werde jetzt in Ruhe fahren. Meld mich später bei euch wieder. Ja? Rinjehauen. Tja. Jetzt gerade läuft es mal wieder ein bisschen, aber ihr seht ja, hier ist absolut wilder Westen. Der Stau. Ja, ich bin in der Mitte. Das hat einen Grund. Also bevor jetzt irgendjemand wieder anfängt, hier rumzumeckern. Ihr seht, da drüben ist Abfahrt und Auffahrt. Und da macht es durchaus Sinn, in die Mitte zu gehen. Damit die Leute, die nach rechts wollen, nach rechts können. Und die von rechts nach links wollen, damit die das auch machen können. Ja, ist nämlich direkt hier alles vom Kennedy-Tunnel immer ein bisschen enge. Blitzer. Ich glaube, du kannst alles machen heute, aber vom Blitzer brauchst du nicht warnen, Navi. Also, insgesamt schon, keine Ahnung, 35 Minuten verloren oder so. 16 Uhr Fähre, ganz knicken, lochen oder abheften. Aber, ey, was will man machen, ne? Was will man machen? Das war natürlich direkt hinterm Tunnel, also hinterm Kennedy-Tunnel, wir fahren unter der Schelde durch. Spreizt sich die Autobahn dann wieder auf. Also wie gesagt, wir haben hier mehrere Autobahnen, die aufeinander führen, dann durch den Kennedy-Tunnel durch, der nur dreispurig ist pro Seite, und dann spreizt sich das dahinter wieder auf. Und wir reden nicht von zwei Autobahnen, die da zusammenkommen. Wir reden da von 5, 6 Autobahnen, die auf eine zusammenführen, durch den Tunnel und dann dahinter wieder aufspreizen. Das ist logistisch und verkehrstechnisch schwierig. Aber was willst du machen, ne? So ist halt nun mal das los. Damit musst du umgehen und das kriegen wir auch hin. Also ich, das ist kein Rumjammern oder Zicken hier, sondern das ist einfach nur, um es euch einmal auch zu zeigen, damit ihr genau sehen könnt, okay, so sieht's aus, so ist es Fakt. Ja. Bleiben jetzt auch erstmal auf der Spur. Aus besagtem Grund. Gleich kommen die nächsten Autobahnen, die drauf und abführen. Ja, ihr seht es, wir sind gerade aus dem Tunnel raus und hier ist schon die erste Abfahrt. Direkt dahinter Großbaustelle. Da staut sich es manchmal halt einfach ein bisschen.
Ah, herrlich. Was die Belgier hier gebaut haben in den letzten Jahren, ist der absolute Wahnsinn. Das Stück, auf dem wir jetzt fahren, nagelneu. Die beiden Brücken, die ihr da seht, nagelneu. Erst vor kurzem eröffnet. Das erleichtert zum einen die Durchfahrt durch Antwerpen selbst und zum anderen die Zufahrt zum Hafen von Antwerpen, der natürlich einer der größten Tiefwasserhäfen ist, ne? Und dementsprechend auch viel Lkw-Verkehr zum und vom Hafen weg. Naja, was macht er jetzt? Fährt er jetzt schneller als ich? Ich kann es gerade nicht richtig einordnen. Also werden wir schon wieder die nächsten Auffahrten. Ja, mein Bruder war kurz vorm Kennedy-Tunnel noch zwei Lkw-Längen vor uns. Jetzt hat sich das schon wieder geändert. Ich nehme an, dass er jetzt mindestens einen halben Kilometer Vorsprung hat. Ja, ganz da vorne sieht man ihn. Ungefähr 300-400 Meter Vorsprung. Ein Vorsprung, den ich jetzt natürlich aufholen möchte, um den Kolonnenschluss wiederherzustellen. Ja, nächste Station ist Gent. In Gent fahren wir dann wieder rechts von der Autobahn runter. Dann auf die E17 für mich. Ja, ich glaube E17. Jetzt kann ich auch gleich nach rechts rüber, sobald wir am Scania vorbei sind. Das an. Ach ja. Also wie gesagt, die Autobahnen vom Tunnel, die waren total verstopft. Das ist halt, als würdet ihr versuchen, einen Schiffstau durch ein Nadelöhr zu kriegen. Na? Das ist nicht so einfach. Aber jetzt läuft es ja. Zum Glück. Noch 50 Kilometer bis Gent. Herrlich. Alles klar, Leute. Ich melde mich später wieder. Oh, wir müssen einmal nach rechts, nach links einen rüber. Da stehen ganz viele Menschen. Da steht ein Bulli. So, er wird nicht schneller. Dementsprechend kann ich jetzt einfach rüber. Das mache ich, wenn es geht, immer so. Dass ich an Schadfahrzeugen eine Spur Abstand halt. Denn man weiß ja nie, ob da noch vielleicht Leute drum rumlaufen oder dergleichen. Und weiß Gott, ich will niemanden in Gefahr bringen. Na? Dementsprechend machen wir das so. Gut, Leute. Ah, was freue ich mich auf die Woche. Ich glaube, das wird schön. Ich habe ein gutes Gefühl. Habe ich wirklich. Und in dem Sinne, sage ich einfach mal bis später. Wir sehen uns ja eh spätestens im Hafen wieder. Und wir müssen eh noch dann darüber reden, wie wir es machen. Denn ich muss natürlich eigentlich, wenn ich in Großbritannien bin, heute noch ein ganzes Stück fahren. Bis nach Fareham. Um morgen früh nicht ganz so viel fahren zu müssen. Aber wie genau ich das am Ende veranstalte, das werden wir sehen. Ja, aber glaubt mir, ihr werdet es mitkriegen, auf jeden Fall. Gut. Bis später. So, Leute. Das sieht wohl doch alles ein bisschen döver aus, als es ist. Naja.
Ich bekomme meine Fähre nicht um 16 Uhr, obwohl ich auf 16 Uhr eingebucht bin. Für meinen Bruder da vorne sieht es ganz genauso aus. Und was soll man sagen? Das ist halt Murks hoch 10. Das macht weder Spaß noch sonst irgendwas. Wieder 2 Stunden verloren. 2 Stunden später in Feierabend. Tja, ich sage erstmal bis gleich. Paul, wink mal! Paul macht jetzt sein Schloss wieder davor. Er hat es vorhin extra abgelassen, damit es ein bisschen schneller geht. Ja. Geholfen hat es uns beiden nicht. Aber das gehört wieder zu Kategorien. Mal bist du Huhn, mal bist du Hahn. Ich würde sagen, wir sind in letzter Zeit ab und zu auch mal ein Huhn. Kann passieren, echt. Ja, ist halt so. Stehen wir hier in der Warteschlange. Und zwar bis 18 Uhr. Und es ist jetzt gerade 16 Uhr. 2 Stunden verloren. Was willst du machen, ne? Außer dummes Gesicht. Ne? Ist ja Bescheid. Wie gesagt, manchmal dann hakt es halt ein bisschen. Und wir haben leider, ich mach mal gerade die Tür zu. Wir haben leider immer wieder das Problem, dass wenn das Boot kurz vor der Abreise ist, das heißt, du kommst ja an 15 Uhr, kriegst deine Buchung auf 16 Uhr. Ich zeige euch das auch mal gerade. Ich hole das mal einmal schnell raus für euch. Ich bin da ja gar nicht so. So, da steht es drauf. Du kriegst eine Buchung auf 16 Uhr. Hast also quasi noch eine Stunde Zeit. Eigentlich gar kein Problem. Aber dann fängt es an, sich zu verzögern. Auf einmal an der Passkontrolle. Bei einem passt irgendwas nicht. Pass, passt. Ihr wisst, Wortspiel. Da hat es sich schon verzögert. Und dann an der Zollkontrolle direkt danach. Heute wieder langes, langes Warten. Dann ist das halt so. Ich kann es nicht ändern, ihr könnt es nicht ändern. Wir können nur immer wieder, wenn wir in schlechte Situationen geraten oder Situationen, die nicht ganz optimal laufen, kann man nur einfach sich versuchen, nicht hängen zu lassen. Einfach den Kopf hoch und versucht damit klarzukommen. Was bleibt euch denn sonst über? Na, gar nichts. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Ich mache jetzt mir Netflix an, gucke mir 1-2 Serien und dann geht's mit der 18 Uhr Fähre halt rüber. Alles klar, bis später. Oh. So, genug ausgeruht. wir machen uns jetzt bereit zur Fahrt auf das Schiff. Das Schiff, welches augenblicklich noch entladen wird. Also da fährt gerade noch ein LKW runter, vielleicht habt ihr den gesehen. So, und genau, da kommt noch einer. Sobald die fertig sind, rollen wir dann drauf. Das geht immer relativ rucki-zucki. Und das ist auch gut so. Oh, herrlich. Mann. Jetzt wird es aber echt Zeit, dass wir auf den Kahn kommen. Kleinigkeit essen. Und dann ab in den Ruheraum. Nochmal knappe 2 Stunden die Augen zumachen. Ja, Schlaf immer nehmen, wie man ihn kriegen kann. Und wenn es auch nur kurze Ruhephase ist, ist total egal. Ach ja, Leute, was soll ich euch sagen? Klar hängt das jetzt so ein bisschen in den Knochen, dass wir 2 Stunden zu spät aufs Schiff drauf kommen, aber ey, man kann es nicht ändern. Na? Das nehmen wir einfach, wie es ist. Ach jo. Mache ich gleich wieder an, wenn wir weiterrollen, weil im Augenblick stehen wir ja nur doof rum. Na? Machen wir so? Machen wir so. So, Leute, jetzt geht es jeden Augenblick los. Da fährt gerade ein Gabelstapler mit irgendwelcher Ware noch aufs Schiff drauf, weil
Die müssen natürlich auch zusehen, dass sie noch Proviant und sowas immer reichlich dabei haben, denn die Schiffe haben ja immer nur sehr, sehr kurze Standzeiten. Ne? Das heißt, die jetzt nach oben fahren, auf Deck 4, die dürfen schon rollen und wir fahren ja nach unten. Deswegen warten wir noch ein bisschen. Genau. Es ist mittlerweile 17.48 Uhr. Genau. Was ich ja schon mal machen kann, ist Eingabe Fahrzeug, Ortszeit, eine Stunde zurückstellen. Das Ganze machen wir hier auch, dass wenn ich nachher einsteige, dass ich dann schon die neue Uhrzeit drin habe. Uhr, Verschiebung der Ortszeit, also UTC plus 1. Genau, und schon ist es 16.49 Uhr und wir haben nur eine Stunde gewartet. Ihr wisst Bescheid. So, da rollt es jetzt schon wieder ordentlich. Ah, herrlich. Mensch, das Video ist schon wieder übelst lang, obwohl wir noch nicht mal auf der Fähre sind. Ne? Das ist ja eigentlich auch ein Unding, hör mal. Klaus Bärbel, was sagst du dazu? Klaus Bärbel sagt wieder gar nichts dazu. Übrigens, wenn ihr euch mal fragt, warum manche mit Warmblinker rauffahren, das sind diejenigen, die Strom brauchen. Ja? Wer aufs Schiff drauf fährt mit Warmblinker, signalisiert damit, ich habe einen Kühler, ich brauche Strom. Weil man natürlich den Kühler nicht im Dieselmodus auf dem Schiff laufen lassen darf. Na? Wegen CO-Vergiftung und so. Da. Da kommt der Gabelstapler. Jetzt fährt er weg. Das heißt, für uns geht es jetzt gleich aufs Schiff drauf. Das hoffe ich zumindest. Endlich! Es geht weiter. Jetzt folgen wir mal ganz unauffällig dem Paul. Und wollen wir mal schnell in unsere Parkposition. Fahren wir ein bisschen bergab, ne? Ei.
Besten wäre es ja, wenn sie uns hintereinander hinstellen, aber das passiert in den seltensten Fällen. Ich mach schon mal die Scheibe hoch. Oh, wir sollen noch. Ja, der Vorpause noch ganz links rüber. Sollen wir einmal kurz warten? Erst wenn der Verlademeister sagt, es geht weiter, dann fahren wir auch. Jetzt muss ich wahrscheinlich doch nochmal die Scheibe runter machen. Gleich, weil ich muss dem da vorne Bescheid sagen, dass wir eine gelenkte Achse haben und er kann uns nicht übelst weit nach vorne ziehen. Das wäre nicht zielführend. So. Sir, I got a self-steering axle in the trailer. The trailer got a self-steering axle. The trailer got a self-steering axle. If I go to the left, the trailer is going to the right. Can I say it like this? Because I need a little bit more space than other trucks. Okay? Thank you very much, sir. So, das haben wir jetzt geklärt, weil das ist wichtig. Fahre ich nämlich nach links stark raus, weil ich nah dran stehe und raus muss, dann knallt mir nämlich der Trailer in die Wand. Und das will natürlich keiner, also bis gleich. So, ich gehe mal schnell nach oben. Ja, wir haben jetzt Dover erreicht. Ich habe das Fahrzeug ein bisschen hochgelassen, deswegen ist da auch nur gelbe Leuchte an. Und wenn der Arktros da vorbei ist, können wir uns dann auch langsam auf den Weg machen. So, wie gesagt, wenn wir nach rechts gucken, sehen wir ja, dass es da ein bisschen enger ist. Und jetzt sind wir frei. Sobald ich auf der Rampe bin, kann ich das Fahrzeug dann auch wieder runterlassen auf Fahrniveau. Aber ich will mir halt ungern meinen Spoiler kaputt fahren, ne? So, jetzt sind wir wieder auf Fahrniveau. Das Navi braucht noch eine Weile, um uns einzuordnen, wo wir sind. Es hat unseren aktuellen Standort noch nicht gehabt. Doch jetzt. Jetzt ist es soweit. Lasse ich den LKW gerade vor, genau. Obwohl, nee, warte mal, jetzt lass mich mal gerade überlegen. Wir müssen auf die A20, M20, genau. Ah.
ja, ihr seht, es ist schon dunkel. Es ist mittlerweile 19.35 Uhr britische Zeit. Vorbei. LKW Walter wurde rausgezogen zur Kontrolle. Was bei Planzügen relativ häufig passiert, da bei Planzügen es auch deutlich einfacher ist, Schmuggelware nachträglich drauf zu packen oder dass sich illegale Migranten auf so einem Auflieger verstecken. Das ist halt auch deutlich einfacher als auf einem Koffer, so wie wir ihn jetzt haben. Dover bei Nacht. Bei Dunkelheit. Nacht ist ja noch nicht. 1938, da wollen wir nicht von Nacht reden. Aber hey, absolute Dunkelheit. So, Freunde, ich habe 234 Kilometer. Bis zum ersten Kunden. Das ist eine Menge, ne? Eine Menge, die jetzt quasi noch ansteht. Und es bedeutet auch, dass heute dann nochmal eine 9er-Pause ansteht, anstatt eine 11er. Tja, das ist halt der Punkt, wenn man 2 Stunden im Hafen verliert, weil sie einen nicht mehr mitnehmen wollen, weil sie nicht warten wollen oder wie auch immer. Da kommt es halt genau dazu. Bevor ich es jetzt hier ewig lang werden lasse, weil ich auch gerade gar nichts zu erzählen habe, würde ich sagen, ich melde mich später bei euch wieder, wenn ich Feierabend mache. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was erzählen zum Thema hier. Jetzt geht es erstmal durch Dover auf die M20, A20, M20, Richtung London hoch. Und dann fahren wir von der M20 quasi auf den Londoner Ring M25 und fahren dann ab nach Westen, um dort später dann Richtung Süden wieder abzuknicken. Die Gegend, wo ich hinfahre, da wird es parkplatzmäßig auch schwierig. Leider. Da muss ich mal gucken, ob ich noch einen Layby kriege oder irgendwas in der Art. Vielleicht bleibe ich auch sogar schon Stunden vor dem Kunden stehen und fahre dann halt morgen früh. Müssen wir mal gucken. Wir werden es ja sehen. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal bis später, okay? Ja,
So machen wir es. Ringjahun. Wieder einer eilig. So, Freunde. Eddies Feierabend. Ich habe mich schon abgemeldet. Lass jetzt noch eine Minute Arbeitszeit draufstehen, damit das offiziell ist. Warum? Das hat einen Grund. Ich darf das Gerät nur bedienen, wenn es auf Arbeitszeit gestellt ist oder auf Bereitschaft. Während ich Pause habe, darf ich das Ding nicht bedienen, weil das ist Arbeitszeit, wenn man das bedient. Wisst ihr Bescheid. Und dementsprechend abmelden, während er auf Arbeit steht, dann warten, bis die eine Minute drin ist, damit das auch registriert wird, dass ich das gemacht habe, während er auf Arbeit stand. So, und jetzt Motor aus. Oh, herrlich. Ja, das ist zappenduster. Aber das ist ganz gut so. Ach, mein. Guck mal, meine Schuhe sind noch auf der anderen Seite. Ich werde mal schnell draußen hingehen, denn da ist noch was, was noch erledigt werden muss. Also bis gleich. Ah. So, Leute. Ich habe natürlich ein bisschen Platz gelassen. Kalt geworden ist. So, das ist ein typischer Lay-by. Direkt an einer Fernschnellstraße. Eine sogenannte A-Straße. Das heißt, hier geht es dreispurig an uns vorbei. Und die einzige Unterteilung zum Parkplatz bildet ein kleiner Bordstein. Hier steht schön weg von der Linie, sodass jeder LKW noch dran vorbei kann. Ich hoffe, dass diejenigen, die dran vorbei müssen, das nicht in übertriebener Geschwindigkeit machen. Ah, schön. Feierabend. Es ist jetzt 9:30 Uhr britische Zeit, ne? Das heißt, morgen 6:30 Uhr geht's weiter. Klingt ganz gut. Sind noch irgendwie 60, 70, 80 Kilometer, irgendwann so, pff, kriegen wir locker hin, oder? Ach ja. Schön. Ja, dann werde ich gleich noch Laptop aufbauen. Ganz kurz. Und dann geht es auch schon wieder ins Bett. Ja. So ist das im Leben, ne? Ah. Sieht das nicht herrlich aus? Ich denke ja. Ihr seht es ja, wir stehen hier auch ganz nah am Bordstein. Ja, perfekt. Alles klar, ich sag mal bis später, ne? Rinjaun! Ach, guten Morgen, Leute. Und ja, herzlich willkommen zurück. Dienstagmorgen. Es ist jetzt 7:28 Uhr und wir stehen noch auf dem Lay-by. Das hat auch einen Grund. Laut meiner Ladeliste, wo auch Informationen wie Warenannahmezeiten dran stehen, macht der Kunde erst um 10 Uhr auf. Laut Google Maps existiert dieser Store noch nicht. Der scheint im Aufbau zu sein. Das heißt, da müssten dann auch irgendwelche Monteure oder was vor Ort sein, die den aufmachen, weil der offiziell erst am 25. November öffnet. Und ich habe leider keine Telefonnummer. Dementsprechend stehe ich jetzt noch hier, 84 Kilometer vorm Kunden. Mein Kollege Patrick kümmert sich gerade darum, also Patrick ist Disponent, er kümmert sich gerade darum, dass wir vielleicht irgendwie über unseren Auftraggeber an eine Telefonnummer von dem Kunden rankommen, damit wir da in Kontakt treten können. Weil das ist ein Einkaufszentrum
Und da auf bloßen Verdacht mit einem 17 Meter langen LKW reinzufahren, ist nicht unbedingt die beste Idee. Ich habe jetzt 10 Stunden Pause drauf und wir würden um 8.45 Uhr da ankommen und vielleicht kriege ich sogar mal eine 11 Stunden Pause voll. Aber das wird sich gleich zeigen, ne? Je nachdem, wann ich eine Rückmeldung kriege. Aber ihr werdet es selbstverständlich natürlich erfahren. Ist klar. Na gut. Okay, Leute. Das sage ich mal bis später. Übrigens, ja, ich habe nicht gut geschlafen. Woran das wohl liegt? Nee, ich bin aufgewacht heute Morgen. Ich war so todmüde. Der Wecker, boah. Also Augen zu, Augen auf. Ihr kennt das ja, ne? So dieses Klapp, Klapp und dann bist du wieder wach und irgendwie sind siebeneinhalb Stunden vorbei, aber die Erholung war nicht da. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich bin mir sicher, auch ihr kennt das. Ja, ich sag bis später. Dann ja. Okay, Leute. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserem ersten Kunden und werden vor der angegebenen Zeit auch da sein. Wie gesagt, es ist 10 Uhr bis 18 Uhr ist da Anlieferzeitraum vermerkt auf meiner Liste. Leider habe ich, wie gesagt, keine Telefonnummer und es war uns wohl auch nicht möglich, an irgendeine Telefonnummer zu kommen. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal zu diesem riesen Einkaufszentrum und gucken, wie und wo wir da am besten überhaupt hinkommen mit dem LKW. Es sind jetzt noch 83 Kilometer, die werde ich in Ruhe abspulen. Ich muss gleich nochmal eins rechts rüber. Da die linke Spur gleich eine Abfahrt wird. Genau, so. Okay. Naja, ich werde eine Runde fahren, melde mich kurz vom Kunden zurück, ne? Ich glaube, das ist einfach das Beste. Ja, dann mal bis gleich. Ich bin ja mal gespannt, wie es da aussieht vor Ort. Freunde, so, dann melde ich mich zurück bei euch. Ah, herrlich. Wir sind jetzt auf der M27, werden gleich runterfahren. Das sind nur noch 3,6 Kilometer bis zu unserer ersten Ladestelle. Ich habe jetzt gerade auch mit dem Kunden telefonieren können. Er hatte sich nämlich selber schon bei uns in der Spedition gemeldet, zwischenzeitlich. Und der weiß jetzt also Bescheid, dass wir direkt im direkten Anflug auf ihn sind. Und das passt ihm wohl auch sehr gut. Wir haben auch geklärt schon, von wo aus ich einfahren soll. Und ja, das sieht soweit alles erstmal ganz gut aus. Und jetzt werden wir auch die 27 verlassen, die M27, um auf die A27 zu fahren. Ja. Gut. Ich nehme euch natürlich bis mit rein, ne, zu dem Kunden. Und dann müssen wir mal schauen, wie es da vor Ort aussieht, wie die Jungs drauf sind, ob ich vielleicht sogar ein Stück weit abladen filmen kann. Das werden wir dann ja dementsprechend sehen. Na? So. Jetzt müssen wir allerdings im Kreisverkehr nach links, das heißt, wir ordnen uns jetzt hier ein. Ja, ungefähr so. Ja, genau. Komm, das kriegen wir hin. Aber ja, Kreisverkehr mit Ampel. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich schön in der richtigen Spur bin. Das sieht aber sehr gut aus. Ja. Wunderbar.
Und nochmal Red Lights. Herrlich. Also da gehen 13 Kubikmeter runter. Das sind ein bisschen mehr als drei Küchen. Ich glaube, das sind drei richtige Displayküchen. Eine etwas kleinere. Und dann nochmal sehr wahrscheinlich Displaymaterial. Das heißt, das sind so Präsenterschränke, wo dann so Muster drin liegen, ne? Damit man dem Kunden auch was an der Hand geben kann. Weil wenn sich jemand eine Farbe oder ein Material aussucht für seine Fronten oder seine Arbeitsplatten oder seinen Korpus, dann möchte er das ja am besten auch mal in der Hand gedrückt bekommen, damit er sich das auch vorstellen kann, haptisch vor allen Dingen, ne? Weil eine Farbe zu sehen, das ist das eine, aber ein Material in der Hand zu haben und zu fühlen, das ist was völlig anderes. Jetzt müssen wir geradeaus. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal in der, bleibe ich erstmal in der Spur drin. Ja. Bleiben wir jetzt erstmal in der Spur drin. Fahren dem LKW hinterher. Ups. Da nochmal einen gleichen Kreisverkehr, in dem sollen wir nach zweite links. Ja, ich habe Google Maps mitlaufen, weil wenn ich auf so ein Gelände drauf fahre, da ist natürlich ein LKW-Navi steigt da vorher aus, ne? Der sagt mir wohl, wie ich da in die Nähe komme. Aber auf das Gelände eines Einkaufszentrums drauf zu fahren, das ist eine andere Hausnummer. Na? Deswegen, da hilft Google Maps manchmal schon ganz gut. Natürlich auch trotzdem jetzt alles immer mit offenen Augen. Damit man bloß kein Mist baut. Delivery D. Wie gesagt, Einkaufszentren zu beliefern, das ist schon eine ganz eigene Welt. Das machen wir auch in aller Ruhe. Schnell, schnell oder mit Stress geht hier gar nichts. Ah, da ist er schon. Ihr habt ihn schon gesehen, er hat schon gewunken. Jetzt muss ich mal gucken. Und zwar müssen wir da hinten rein. So, warte mal. So, just reverse, yeah? Und dann wartet mal kurz. So, weil jetzt gab es eine wichtige Frage zu beantworten, und zwar, ob ich rückwärts oder vorwärts rein soll. Und er sagt, es wird einfacher sein, wenn ich vorwärts komme. Warte mal. So, er hat mir jetzt genau beschrieben, wie ich das am besten machen soll, damit wir da am wenigsten behindern. Wir haben Blinker ist an.
Also wir sollen nach rechts facen, das heißt mit dem Gesicht nach rechts, um dann hier an der Tür stehen zu bleiben mit dem Trailerende, ne? Dann geht es nämlich hier rein. So. Und dann müssen wir natürlich so nah wie möglich nach links rüber drücken, weil natürlich bin ich nicht der Einzige, der heute hier anliefert, ne? Jetzt fahren wir mal schön dicht an den Mülltonnen ran. So, so passt es. Alles klar, bis gleich, Leute. Wunderbar. So, Leute. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es hier vor Ort aussieht. Ich lasse die Kamera erstmal hier drin. Wir haben ein bisschen mehr abzuladen. Sollte sich das doch ergeben, dass ich filmen kann, dann werde ich die Kamera noch holen, ne? Also bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt hier fertig und müssen jetzt im Grunde nur noch rausrangieren und 11 Kilometer bis zum nächsten fahren. Hinten haben sie gerade noch Hebebühnen abgeladen. Steht noch eine Absperrung. Are you going out? Yeah, yeah. Shall I watch you round? Huh? Shall I watch you round? If you want, yeah. Just that way out? Yeah, you go that way, reverse that way. Yeah. And then go round that way. Yeah, perfect. Good, thank you very much. So, Leute. Er hat mir gerade einmal verraten, wie wir hier am besten rausfahren. Jetzt
Seite. So, jetzt muss ich einmal gerade gucken gehen, wie es da hinten aussieht. Bis gleich. So, jetzt müssen wir noch mal gerade ziehen. Wir müssen jetzt den richtigen Winkel hinkriegen, ne? Da hinten stehen Autos. Einmal rüber auf die andere Seite. Ist okay? Good. Thank you very much, yeah? You're welcome. Have a nice day. And you're going that way now and round that way. I think it's the best way to go there, yeah? Yeah, you go down there, follow the road around. Okay, thank you. Guckt euch an, wie vorbildlich das hier geschieht. So. Ja, wie gesagt, Einkaufszentren zu beliefern ist nie das Tollste von der Welt. Aber das haben wir jetzt wohl doch relativ gut hingekriegt. Ich fahre mal schnell zum nächsten. Wie gesagt, das sind 10 bis 11 Kilometer. Und dann melde ich mich natürlich zügig bei euch zurück, ne? In dem Sinne sage ich jetzt erstmal bis später. Ja, jetzt wird's nochmal. Lassen wir sie erstmal fahren. Okay.
So, der nächste kriegt 20 Kubikmeter. Wir kommen da kurz nach 12 an. Also bis gleich. Oh, so Leute. Ja, der Akku war tot, deswegen habe ich jetzt geladen. Während ich entladen habe. Da haben wir entladen. Da. Und jetzt geht's zum nächsten. 48 Kilometer. Oh, ein Gang. Ein Gang einlegen macht vieles einfacher, habe ich gehört. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Und ich habe auch heute schon erfahren, dass wir gemeinsam diese Tour nächste Woche gleich nochmal fahren. Das heißt, ihr werdet den Kunden definitiv im nächsten Video auf jeden Fall nochmal sehen. Na? Jetzt fahren wir jetzt mal raus. Wie gesagt, 48 zum nächsten. Wir kommen dann 15.13 Uhr an. Und dem seine Teile, die liegen schon hinten bereit. Na? Da habe ich mich schon drum gekümmert. Das ist gar nicht viel, was der bekommt. Weil die ganzen nächsten Kunden bekommen nicht viel. Und ist auch gar nicht schlimm. Ja, das heißt, wir starten jetzt erstmal, ich gucke mal gerade meine Ladeliste, in einen sehr, ja, zwei kleinere Kunden und dann 13 Kubik, die machen wir auf jeden Fall morgen. Ich rufe da jetzt aber erstmal an, also bis gleich. So. Leute, jetzt ist Folgendes. Also ich war schon auf dem Weg, weil ich mir fast gedacht habe, dass das so kommt, wie es jetzt kommen muss. Und zwar haben wir den gleichen Kunden mit zwei Entladestellen. Einmal mit seinem Shop und einmal mit seinem Storage. Jetzt braucht er die Teile für den Shop, braucht er aber wirklich im Shop. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, okay, wir machen aus zwei Stops, machen wir einen. Das ist auch gar nicht schlimm. Wie gesagt, ich bin jetzt unterwegs, kommen in einer Viertelstunde ungefähr, kommen wir bei ihm an seinem Kutschenhaus an und dann werde ich schnell die Teile rausgeben und dann geht's ab zum Sentry Self Storage. Genau, so sieht's aus. Schauen wir mal, wie das alles klappt heute. Na, ich mache mir da jetzt erstmal keinen Stress. Die haben bis 5 Uhr offen am Sentry Self Storage und dann müssen wir mal schauen, wie lange es zu fahren ist und so. Wir werden es ja sehen. Ich melde mich kurz vom Kunden wieder, aber wie gesagt, es sind noch 17 Kilometer zu fahren und das mache ich auch mal gerade, ne? Bis denn. So Leute. Jetzt gerade hier Schnellstraße verlassen. Und werden jetzt mal die letzten paar Kilometer abspulen, ne? 1,6, um genau zu sein. Ist ja schon überall leer. Ja, wir haben jetzt schon gute 35, 36 Kubikmeter abgeladen. Beziehungsweise habe ich abgeladen. Und das ist auch ganz gut so. Wie gesagt, diese Tour ist oder so mit relativ zahlreichen Kleinkunden gesät, sag ich mal so. Dieser Bewuchs immer, ne? So, nächsten Kreisverkehr soll ich rechts. Ich freue mich auch ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich, schon auf dem Feierabend.
Okay, ich soll da vorne dann nach rechts. Und dann muss es da irgendwo sein, okay. Oh. Jetzt muss ja gleich mal weitergehen, wa? Über die Bahn schienen und dahinter dann irgendwann rechts. Noch 700 Meter. Lässt mich sogar fahren, obwohl ich ihr Querverkehr bin, ne? Sieht nicht toll aus hier. Aber es ist, wie es ist, ne? So, da vorne links. Da irgendwo sein. Das ist immer ein bisschen doof, ne? Du bleibst am besten jetzt mal stehen, genau. Jetzt lassen wir da vorne auf jeden Fall erstmal den Bus durch. So wie sich das gehört, ne? Aber wo ist hier ein Kutschenhaus?
Da ist es. Das heißt, ich muss jetzt hier drehen. Okay, Leute, ich mach das mal eben. Na, nimm's mir nicht übel. Bis gleich. So, Leute. Ja, das hat geklappt. Ich musste natürlich ein bisschen ruhig machen, ne? Und mir ein bisschen Zeit nehmen. Und dann hat das geklappt. So, wir ihn erstmal vorbeilassen, weil er da natürlich gegen die Fahrtrichtung parkt. Wenn die jetzt alle durch sind, können wir auch fahren. Das machen wir ganz in Ruhe, ne? Das ist generell das, was ich immer allen Menschen raten kann. In der Ruhe liegt die Kraft. Und mit Ruhe macht man mehr richtig als falsch. So, jetzt müssen wir hier rechts. Und wir fahren immer, das ist ja mein oberster Grundsatz, wir fahren immer so raus, wie wir reingekommen sind. Weil wir dann immer sicher sind, dass wir diesen Weg auch zurückfahren können. Ja, Schule ist vorbei, man sieht es, viele junge Menschen auf der Straße. Es ist jetzt mittlerweile 15.36 Uhr. Wir ihn da vorne einmal durchlassen, damit wir dann vorbei können. So, wir ihn auch noch vorbeilassen mit seinem Audi. Ja, bleib da nicht stehen dazwischen. Seht schon zu, dass du durchkommst. Ja, komm! Mann, ich will doch hier nicht übernachten. Oh, bitte. Wie kann man sich denn so bitten lassen, ey? So, und du bleibst genau. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Mitdenker. Diese Menschen sind mir echt am liebsten. Die auch mal für einen Fünfer selber mitdenken können. So. Jetzt muss ich natürlich Folgendes machen. Ich muss so fahren, dass ich im Spiegel, also in der Kamera, jetzt die Sicht habe. Und ich sehe, da kommen noch Fahrzeuge. Jetzt kommt noch einer. Okay, Licht ab und jetzt können wir fahren. So, 16 Uhr. Sagt das Navi, wären wir da. Sind 37 Kilometer zu fahren bis Chichester. Ich werde das auch mal gerade machen. Ich werde mal schnell eine Runde fahren und naja, vielleicht bleibe ich auch vorher schon stehen und mache das Self-Storage morgen früh. Na? So, klingt ja auch nach dem Plan. Wie gesagt, das meiste haben wir quasi eh schon runter. Naja, ich werde mir das mal kurz noch ganz genau angucken. Werde mir gleich auch mal auf Google Maps, also ich werde gleich auch rausfahren auf einen kleinen Parkplatz und Layby. Da kommen nämlich zwei Stück. Da werde ich kurz rausfahren und dann werde ich mir das mal vor Ort angucken. 20th Century, ich war schon da, das weiß ich, aber ich habe gerade keine Vorstellung mehr, wie es vor Ort aussieht. Und den Überblick, den werde ich mir verschaffen. Jetzt gerade da in der Innenstadt wollte ich nicht unnötig lange stehen bleiben. Da habe ich nur das Navi quasi gefüttert.
und bin dann weitergefahren. Aber jetzt nehme ich mir gleich nochmal die Zeit, bleib auf dem Parkplatz kurz stehen, ich muss eh nochmal pinkeln. Das trifft sich ganz gut. Also, bis gleich. Morgen, Leute! Ihr seid ja auch schon wach. Mittwochmorgen, Kampftag. Heute ist ein echter Kampftag. Heute haben wir mal wirklich was zu tun. Und müssen auch noch mal 26 Kubik heute plus den ganz, plus einiges an kleinen Kram runter. Abladen, also runterschmeißen wollte ich fast sagen, aber das ist ja irreführend, wenn ich sowas sage, weil natürlich wird hier nichts geschmissen. Herrlich. Ich habe wunderherrlich geschlafen. Ihr habt gesehen, wir haben auf einem Lay-By gestanden. Ja, gestern noch ein bisschen am Computer gedaddelt. Und bin relativ früh ins Bett gegangen. Ich glaube, ich war um 10 schon im Bett. Dafür, dass ich heute Morgen erst um 7:30 meinen Wecker stehen hatte. Vollkommen okay. Ja, 8:30 Uhr geht es beim Kunden los. Und ich sehe gerade, es baut sich ein bisschen Stau auf. Deswegen kommen wir nicht um 8:30 Uhr da an, sondern um 8:40 Uhr ungefähr. Aber ist egal. Es ist Self-Storage-Kunde, muss nicht vor Ort sein. Ist nämlich genau der Kunde, bei dem wir gestern zum Das ist nämlich genau der Kunde, bei dem wir gestern zum Schluss waren. Ne? Das ist nur sein Außenlager. Self-Storage, 1,8 Kubikmeter, kriegen wir hin. Ne? Da sind wir ja gar nicht so, oder? Ja. Das Wetter an sich ist heute englisch. Very British. Ist ein bisschen Nieselregen und das im Herbst. Ja. Ach, was wir mal kurz ein bisschen anschneiden können ist, ihr kennt es ja aus Schweden, wie schnell die Jahreszeiten da ran sind, wie Herbst zum Beispiel. Der Herbst ja war ruckzuck da und hat sich auch ruckzuck umgesetzt und war nach 3 Wochen, ist da quasi schon wieder alles braun. Gefühlt. Also nach gefühlt 3 Wochen, ja. Das geht hier in Großbritannien doch deutlich langsamer. Auch hier verfärben sich die Bäume, aber es ist noch ziemlich grün. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Ja, Standheizung macht einen Hals trocken. Fange ich morgens immer an zu husten. Das ist nicht schön. Aber es wird nachts mittlerweile recht kalt. Und dann mache ich mir morgens die Standheizung an, damit ich dann aus dem Bett komme, weil hier im Auto wird es dann echt kühl. Das Bett hält mich sehr, sehr warm, auch ohne Standheizung. Aber morgens zum Aufstehen, boah, geht gar nicht. Und dann habe ich ruckzuck eine trockene Nase. Also eine ganze Nacht mit Standheizung, das macht keinen Spaß. Weil die Luft so wegtrocknet, ne? Dann wachst du morgens auf und hast das Gefühl, dass dir die Nase abgefallen ist. Weil sie dann so abgetrocknet ist, ne? Naja. Gut. 1,8 Kubikmeter. Danach fahren wir zu einem Kunden, da waren wir in den letzten Großbritannien-Video schon. Wir werden dort 13 Kubikmeter abladen. Dann haben wir nochmal einen kleinen Kunden und dann geht's schon. Ja, dann geht's schon nach Ordes. Das ist in Eversley. Eversley Storage. Da geht das hin. Genau. Das ist auch echt cool da. Da war ich schon ein paar Mal mit euch, hab schon ein paar Mal da gefilmt. Und das machen wir diesmal wieder. So. Und dementsprechend sage ich einfach mal bis gleich, weil jetzt hier 29 Kilometer noch irgendwas rumzulabern, das ist auch nicht so zielführend. Ne? Alles klar? Bis denn. Ey, Klaus Bärbel, alte Socke, was ist los bei dir?
Das ist richtig Fernsehsau. Ah, jetzt hast du wieder große Klappe, ne? Übrigens, Kamera, ne? Klaus Bärbel, die ist noch an. Mach das Ding aus! Mein Gott, ey. Der ist morgens immer ein kleiner Muffel, ne? Naja, bis später. So, Leute. Das hier ist der Grund für die Verzögerung. Ein bisschen Stau. Ein bisschen. So, wir müssen die zweite Ausfahrt raus. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Ja, ich glaube, wir nehmen mal die Mitte. Anstalt gemacht. Ist egal, komm. Und jetzt hier raus. Dann sind wir nämlich auch gleich schon da. Storage liegt nämlich auf der linken Seite. Da dann schnell Papiere raussuchen, anmelden gehen. Ihr kennt das Spiel. 1,8 Kubikmeter raussuchen und na? Und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Gut. Ich sag mal bis gleich, Leute, ne? So, Leute. Jetzt werden wir einmal rückwärts in dieses Self-Storage einfahren. Mir das einmal auf der Überwachungskamera gezeigt, da standen nämlich so Kartons. So, das sieht schon mal ganz gut aus.
Okay, Leute, dann bis gleich. Ich mach das mal schnell alleine, ne? Besser ist das. Also, wenn ihr hauen. Jetzt geht's nach Wolfing. Da waren wir schon mal. Muss ich erstmal die Heizung hier runterdrehen, Mann. Draußen ist zwar kühl und regnerisch, aber ja, trotzdem wird mir warm. P.O. Nee, das ist falsch. B.N. brauchen wir. B.N. 14. 8. P.Q. Northbrook Road. That's it. Hm, 35 Kilometer. Fahrbar. Alles klar, Leute? Dann bis gleich. So. Ach, herrlich. Wir erreichen Ihr Ziel um 10.20 Uhr. 10.20 Uhr, ihr wisst Bescheid. So, da hinten haben wir abgeladen. Da hinten im Tor. Und das ging auch ganz gut. Hatten nicht weit zu laufen bis zu unserem Abteil, sag ich mal, ne? Und jetzt geht's wieder raus auf die Hauptstraße. Wie gesagt, es nieselt draußen. 13 Grad. Ich bin jetzt auch nicht mehr gewohnt, mit langer Hose abzuladen. Also ich habe jetzt diese Woche zum ersten Mal beim Abladen lange Hose an. Und das merke ich auch direkt. Kriege ich deutlich mehr Hitze drin als mit kurzer Hose. Guck mal hier, ganz typisch, ne? Ganz typisch britisch. Überall gibt es diese Imbisswagen, wo man sich was zum Futtern holen kann. Gerade in den Industriegebieten oder an den Laybys, wo es halt keine, wenn es halt meilenweit kein Rasthof gibt, dann gibt es halt diese kleinen Imbissbuden. Die stehen dann in so einem Layby drin, bieten ehrliches englisches Essen an. Das muss man mögen. Ich mag es. So, jetzt habe ich Blinker links an, weil wir auch direkt wieder links fahren. Ich mag die Tour, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mal eine Abwechslung, hier lang zu fahren, weil wir fahren ja unten die ganze Zeit am Meer lang. Auch wenn man es nicht sieht, das ist da drüben irgendwo. Aber das ist schön, das sind Kunden, die kennt man. Man war zwar lange nicht mehr hier, aber man kennt sie. Und es macht einfach Spaß. Ich weiß, die Tour läuft einfach gut. Und was ich auch mal ganz ehrlich sagen muss, der Auflieger ist so geil verladen. Ich meine, ich habe viele kleine Kunden drauf. Das ist schwierig, so zu packen, dass einem das immer richtig entgegenkommt, weil man muss es ja auch gesichert kriegen, ne? Aber hier haben die Jungs wirklich echt so geile Arbeit abgeliefert. Respekt. Der ist wirklich so schön, dass du einfach ohne nachzudenken abladen kannst. Du kommst nicht einmal irgendwie ins Grübeln, du kommst nicht einmal ins Suchen. Einfach herrlich. Solche Auflieger sind ein echtes Geschenk. Und das weiß ich auch zu würdigen und genau deswegen erzähle ich auch davon. Okay. Der Jaguar, der Daimler. Oh, das wird schwierig hier wegzukommen. Hier ist gut was los. Jetzt aber. Weil, guck mal, mit dem LKW, du brauchst halt eine kleine Weile länger zum Anfahren als mit dem PKW. Und dann sind solche Kreisverkehre wirklich nicht immer so schön. Vor allen Dingen diese mehrspurigen, da kommt halt gut Fluss durch, weil das ist eine Fernschnellstraße, auf der wir hier unterwegs sind. Und, ja. Aber wie gesagt, also nochmal meinen absoluten Dank an die Jungs, die das Ding verladen haben. Mega geil.
wirklich ein Träumchen. Kann man nicht anders sagen. Und muss man halt, wie gesagt, auch mal erwähnen. So, 33 Kilometer. Ich werde die mal abfahren. Wir haben zwischendurch noch mal ein bisschen Stau. Das, ja, er sagt, dass jetzt hier direkt vorm Kreisverkehr Stau sein soll. Ja, nicht so ganz, aber ist auch nicht schlimm. Gut, kriegen wir alles hin. Leute, ich melde mich später bei euch wieder, ne? Mann, was habe ich eine Lust, heute zu arbeiten. Also wirklich, also gestern war so ein bisschen, da war ich noch nicht so ganz so überzeugt von mir. Heute bin ich es aber. Das wird ein guter Tag. Ja, das war erst der erste Kunde. Aber das wird einfach ein guter Tag, glaub mir. Jetzt haben wir 13 Kubik beim nächsten. Dann zweimal Kleinteile, dann wieder 13 Kubik und dann ist der Auflieger faktisch fast leer. Na? Herrlich. Herrlich. Okay, bis später. Freunde, so, da bin ich wieder. Oh, herrlich. Wir sind im direkten Anflug, haben noch 1,1 Kilometer. Und das kriegen wir wohl locker hin, ne? In 500 Metern soll ich ja mal rechts. Das ist dieses Industriegebiet, was so in einem Wohngebiet quasi drin liegt. Könnt euch da bestimmt noch dran erinnern. So. Da vorne an der Ampel, da müssen wir rechts. Meckert der Abbiegerassistent wieder ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Ist ja gut, ich weiß ja Bescheid. Jedes Mal wieder, wenn ich hier einbiege, denke ich mir, das kann nicht richtig sein. Jedes Mal. Aber es ist richtig. Wie gesagt, da fährt man mitten in so ein Wohngebiet rein und denkt sich so,
Industriegebiet. Einmal rechts ab und dann guckt man unten an dieses Mini-Industriegebiet. Beziehungsweise nicht Industrie, sondern Gewerbegebiet, genau. Jetzt kommt da noch ein Transit. Und danach noch einer. Na, fahr. Fahr doch, ich will abbiegen, hier fahr. Mann, weil sie jetzt gezögert hat, ne? Muss ich nochmal warten, weil da vorne schon wieder der nächste Transit kommt. So, jetzt aber. Den K durch. Also muss er gleich erstmal seinen Vierer BMW da wegfahren. Weil wir fahren jetzt einmal im Kreis, damit wir uns nämlich rückwärts auf den Platz stellen können, wo der Vierer stand. So, da steht dann bestimmt wieder dieser zum Pickup umgebaute Dingens hinten. Ne, diesmal nicht. Stand immer da hinten in der Ecke. Machen wir es aber so, jetzt fahre ich nicht von der Straße aus rückwärts dahin, sondern wir fahren über den Parkplatz rückwärts dahin. Na, das heißt, wir fahren dann bis zum Bulli vor. Da fährt er auch schon gerade den Dingens weg. Der kennt die Lage schon, ne? Okay.
müssen wir schön nah an das Gebäude da ran. Okay, Leute, ich werde schnell die Papiere aussortieren. Wenn der Bulli weg ist, fahre ich noch ein Stück nach hinten. Alles klar? Bis gleich. So, Leute. Ihr könnt euch fast denken, wir fahren schon wieder raus hier. Ich habe den Kunden abgearbeitet. Das hat auch durchaus gut geklappt. Also wirklich sehr gut geklappt. Wir waren wirklich zügig. Und jetzt heißt es für uns ab nach Eversley, zum Eversley Storage. Das sind 115 Kilometer. Wir werden da gegen 2 Uhr ankommen. Ich habe ihn auch gerade schon angerufen, den Marc, dass er Bescheid weiß. Ich habe nämlich seine private Telefonnummer, wie auch von ganz, ganz vielen anderen Kunden hier in UK. Das macht es nämlich für mich deutlich einfacher, Termine abzustimmen, weil wir uns ja oftmals an irgendwelchen Storages treffen oder wir haben auch Kunden, bei denen wir uns irgendwo außerhalb treffen und dann in einem Bulli umladen. Ihr kennt das Spiel. Und da ist es ganz oft viel besser, wenn man sich wirklich telefonisch oder halt via WhatsApp oder so abstimmen kann, um ja, genaue Zeiten durchzugeben, damit keiner zu lange warten muss. Das ist für den Lkw-Fahrer gut, weil du willst als Lkw-Fahrer nicht unnötig warten. Und das ist als Kunde gut, weil du willst ja auch nicht unnötig auf heißen Kohlen sitzen und warten darauf, dass irgendwann mal der Lkw ankommt. Also was den Umgang mit unseren Kunden hier anbelangt, das läuft wirklich super. Die Briten sind so oder so ein mega umgängliches Volk. Da gibt es eigentlich nie Probleme. So, alles frei. Und dementsprechend ist das Arbeiten hier auch so locker. Und man hat hier auch deutlich weniger Stress als in anderen Ländern. Na? Termindruck und so, das entfällt halt oftmals. Klar, man hat manchmal auch Touren mit relativ vielen Kunden, wo es dann auch wirklich heißt, okay, du musst zackig arbeiten, damit du vorankommst, damit du deine Tour pünktlich abschließen kannst und nach Hause kommst. Und ich möchte noch einmal betonen, ich betone es so oft, aber in letzter Zeit merkt man es an einigen Kommentaren ab und zu wieder, das hier ist immer meine subjektive Wahrnehmung. Was ich erlebe, das erlebe ich und das gebe ich so genau wieder. Und das hat auch überhaupt nichts mit dem zu tun, was andere Menschen fahren. Denn das ist schon ziemlich speziell, was wir hier machen. Das kann man nicht auf andere Lkw übertragen, also auf andere Lkw-Fahrer. Und noch weniger kann man es auch übertragen auf zum Beispiel Möbelkutscher, die im zum Beispiel im Dingens fahren, im ich komme gleich drauf, im Werksverkehr. Das sind zwei Paar Schuhe, völlig verschiedene Welten. Na?
Und vor den Leuten, gerade vor den Leuten im Werksverkehr, habe ich auch einen großen Respekt, weil die Jungs richtig keulen. Die arbeiten richtig. Die machen ein paar mehr Auflieger als ich in der Woche. Das, was ich hier mache, ist für die Jungs, wenn die sich das angucken, dann würden die denken, oh mein Gott, was ist das denn für ein Pillepalle? Na? Die machen deutlich mehr Auflieger. Aber, und das möchte ich dazu sagen, das liegt auch daran, dass die natürlich andere Touren fahren. Na, die fahren teilweise die gleichen Kunden, darum geht es nicht. Aber es geht zum Beispiel darum, dass wir jetzt so Touren fahren, 15, 16 Stellen, insgesamt knapp 2.500, 3.000 Kilometer. So, das fahren wir ja in Einzelbesatzung, das fahren wir alleine. Ja, Klaus Bärbel, jetzt sei mal nicht eingeschnappt. Er guckt schon wieder so böse rüber, so nach dem Motto, alleine, du bist doch gar nicht alleine. Ja, ich bin nicht alleine, aber gut. In Doppelbesatzung, wie gesagt, die Jungs, die müssen richtig keulen. Und da kann man nur Respekt vorhaben. Und gerade jetzt nach der Entladung möchte ich es nochmal betonen, das ist einer der bestgeladensten Auflieger, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Da sprechen wir nicht von Monaten, nicht von Wochen, nicht von Tagen, da sprechen wir von Jahren. Das ist richtig gute Arbeit. Das macht wirklich Spaß. Das ist so ein Auflieger, wenn der jetzt, sage ich mal, in der Packart bei einer Tour wäre mit zwei Kunden oder mit einem Kunden, wo du quasi nur eine Komplettentladung fährst, an der Rampe könnte ich das Ding leer reißen, sage ich mal, in 3 Stunden alleine. So gut ist er verladen. Und wenn ich sage 3 Stunden an der Rampe, dann meine ich natürlich, dass ich den dann alleine entladen würde. So. Ne? Ist hier wieder schön Ampel im Kreisverkehr. Und zwar wieder raus auf die 27. Gut, himmelsrichtungsmäßig Eversley, das liegt deutlich nördlich von uns. Um genau zu sein, nordwestlich. Schon auf Höhe London. Wie gesagt, das sind halt über 100 Kilometer. Das braucht seine Zeit. Und die nehmen wir uns jetzt auch. Beziehungsweise die nehme ich mir. Ich werde jetzt hier einmal ganz in Ruhe meine Strecke abreißen. Mache euch vielleicht, wenn es irgendwas ganz besonders Schönes zu gucken gibt oder so, mache ich euch vielleicht sogar nochmal an. Aber jetzt für den Augenblick verabschiede ich mich dann jetzt erstmal oder sag bis später. Und vorm nächsten Kunden mache ich euch an, das ist dieses Container Storage, wo es ein bisschen enger ist. Da ist Rangieren angesagt und das wird richtig cool. Also bis später. So Leute, in 3 Kilometern erreichen wir das Eversley Storage. Und dort gehen nochmal 13 Kubikmeter runter. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich habe vergessen, die Kamera zu laden. Die hat jetzt noch genau 25% Akkuleistung. Das wird nicht reichen, um Großaufnahmen vom Entladen machen zu können. Das tut mir ehrlich leid, das ist mein Fehler. Wir sind in einer Meile sind wir da. Ja, ich habe mir hier wieder Google Maps dazu geholt, weil ich einfach weiß, dass kein Navi dieses Storage findet. Die glauben alle, das wäre woanders. Das kann daran liegen, dass der Postcode irgendwie nicht so hundertprozentig hinkommt, aber es ist auch egal. Na? Wir kommen da jetzt gleich an, können die 13 Kubik abladen, machen dann vielleicht noch 2-3 Kleinkunden heute und dann ist schon wieder Feierabend. Ja, es ist mittlerweile 14.12 Uhr. Marc weiß Bescheid. Der freut sich schon. Und dementsprechend werden wir das auch ganz locker hinkriegen. Da bin ich ziemlich sicher. Das Eversley Storage ist eins der, ja, man kann fast sagen, etwas engeren. Ungefähr so.
Wir waren schon lange nicht mehr gemeinsam da. Oh, hier ist immer Baustellenverkehr. Ist das ein Steinbruch oder was ist da? Keine Ahnung. Hier, seht ihr? Da kommen immer Fahrzeuge. Ja, da muss ein Steinbruch sein. Boah. Ui. Da lag Wild an der Seite. Ja, das ist jetzt, wo die Tage kürzer werden und wieder viel mehr Fahrzeuge im Dämmerungsbereich unterwegs sind, ist Wildwechsel natürlich echt ein Thema. Da muss man aufpassen wie ein Schießhund. So, da sind wir. Eversley Storage. Bisschen rausziehen. Und jetzt vorsichtig einfahren. Früher haben wir mal hier hinten entladen. Das war richtig scheiße, hier rückwärts reinzukommen. Orders Kitchen. So, jetzt müssen wir nämlich da hinten an dem Flachdachgebäude. Da müssen wir rückwärts rein. Das geht auch, aber ich sag euch, schön ist anders. Zusätzlich hier überall diese Rampen. Wir müssen jetzt nämlich gleich vorwärts mit der Front da hinten in die Ecke rein. Boah. Zwar vorne ein Dingens gehabt, wo wir drüber mussten, und hinten an einer Trailerachse. Hier passt irgendwas nicht. Shit. Ich weiß auch, was nicht passt, Leute. Die grünen Container rechts von uns. Deswegen drehen wir jetzt rückwärts da rein. Da hinten rein. Weil im direkten Ansatz kriegen wir das, glaube ich, nicht hin. Da hinten steht auch noch ein LKW drin. Also ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich hier lang gefahren bin, mit der Front vorne in die Ecke, da waren aber die Container noch nicht. Und dann rückwärts da reingeschoben. Jetzt haben wir zwei Probleme. Ne? Wir haben einmal hier vorne die gelbe Dingens und hinten steht ein LKW und die Dingens. Warte mal, ein Kunde kommt. Hey. Okay, Ladies and Gentlemen. Dann wollen wir jetzt mal dafür sorgen, dass wir nachher richtig stehen. Das heißt, wir drücken jetzt erstmal da hinten. Glaubt mir, das ist echt eng.
wenn sie schon voll auf nachkommen, ne? Drücken wir noch mal ein bisschen. Rollen, aber immer Achtung, weil wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, das ist Marc selber da lang gelaufen, das ist gefährlich. Jetzt ist noch die Frage, dass die gelbe Leiter gleich wegkommt, die da steht. Diese Speedramps, ne? Die sorgen auch echt dafür, dass du ständig hier ordentlich ins Schwanken kommst, ne? So, ihr seht es ja. Wir müssen also da hinten, wo die Leiter ist, da müssen wir rückwärts rein. Und damit es leichter wird, warten wir, bis die Leiter weg ist. Gang raus. Aber sie sind schon dabei, die Leiter zu bewegen. Ihr seht es ja vielleicht. Gut. Jetzt können wir es versuchen. Das heißt es für uns erstmal, an dem roten vorbeizirkeln, an dem roten Pkw, der da hinten steht, um dann gleich wieder in die Gegenrichtung durchzukommen. Ne? Jetzt gehen wir schon den Gegenimpuls. Nicht zu viel, deswegen lenke ich schon wieder ein bisschen raus. Jetzt schon wieder einen leichten Impuls rein in den Auflieger.
Tja, sie bewegen jetzt auch schon wieder. Die Leiter davor. Und wir ziehen jetzt einmal gerade. Ja Leute, ich habe leider noch keine Ersatzsicherung dafür. Da ist mir eine Sicherung durchgegangen für den Rückfahrscheinwerfer Auflieger. Da habe ich hier im LKW eine extra Sicherung zu. Okay, so, wir stehen jetzt fast passend. Und werden gleich abladen. Ihr seht, es regnet auch in Strömen, also das macht keinen Spaß. Bis gleich. Ja, leider ist der Akku jetzt nur noch bei 12%. Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Bis denn. So, Leute. Wir sind jetzt hier fertig. Im strömenden Regen abgeladen. Aber es hat trotzdem ganz gut geklappt. Als nächstes hätten wir eigentlich auf der Liste Wokingham. Aber die Adresse findet mein Navi aktuell nicht. Mein Handy hat hier draußen mitten im Nirgendwo nicht genug Internetleistung, um das per Google Maps gerade nachzurecherchieren. Und dementsprechend habe ich jetzt Reading eingegeben. Das ist der Kunde danach. Der ist nur ein paar Kilometer entfernt. Aber der ist auch nicht mehr offen, wenn wir da ankommen. 760 Logistik, die machen nur bis 16 Uhr. Und das heißt, wir machen jetzt gleich Feierabend, suchen uns irgendwo was, wo wir uns hinstellen können. Mann, das. Hört ihr das? Das scheppert, wenn du hier drüber fährst. Mann. Genau. Mal bist du Huhn, mal bist du Hahn. Rush Hour. Und das scheint wohl irgendwie doch eine wichtige Straße zu sein. Jetzt taste ich mich rein. Lass die beiden gerade noch durch und dann fahren wir los. Okay. Ja, so ist das Leben, ne? Manchmal ist das eben so. Ich habe immer noch nicht den Akku geladen. Arsche auf mein Haupt. Also gedacht, ich werde jetzt oder so auf den nächsten Layby fahren oder so und dann ist dann Feierabend angesagt. Weil, wie gesagt, ich muss Wokingham recherchieren, gucken, ob die mich heute da noch annehmen. Die kriegen 0,9 Kubik auf 3 Kommissionen. Das scheint Kutschenhaus zu sein. Aber bin ich auch noch nie gewesen, dementsprechend ist das erstmal hier mit Fragezeichen belegt. Aktuell haben wir noch 5 Kunden. Von nur noch einer Kubage bekommt, ne? Die restlichen 4 sind 0, Kunden. Also ganz entspannt. Und ich gucke mir das nachher nochmal, wie gesagt, auf Google Maps an, wie es auch mit den Fahrzeiten aussieht. Aber ich glaube, da kann uns heute nicht mehr ganz so viel schocken. Dementsprechend sage ich jetzt erstmal bis später. Der Akku macht gleich eh die Mücke. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann, ne? Bin ja hauen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Donnerstagmorgen, um genau zu sein. Und wir sind jetzt unterwegs zu 760 Logistik.
Ja. Was soll ich groß sagen? Oh, warte mal, mein Navi meint hier gerade nicht funktionieren zu wollen. Gucken, woran es liegt. Egal, wir fahren jetzt trotzdem, weil ich erstmal weiß, wo ich hin muss, so circa. Navi will noch nicht so. Ich will eigentlich noch nicht so. So. Und trotzdem geht's jetzt los. Ab auf die Autobahn. Ich bin gestern wieder viel zu spät in Schlaf gekommen, muss ich ja ehrlich gestehen. Ne? Noch lange mit meinem Bruder gequatscht. Der hat heute genauso wie ich noch Kunden, also auch 5 Stück. Und der hat aber ein bisschen weiter zu fahren. Da muss ich mich unter anderem auch noch nach Birmingham rein. Das haben wir natürlich nicht. So. Jetzt geht das mal raus auf die Autobahn. Und dann werden wir da vorne auch gleich schon wieder wenden. Denn unser erster Kunde, der ist in Reading, 760 Logistik. Dann fahren wir zu diesem Wokingham-Kunden. Der macht aber erst um 10 Uhr auf. Ja, guten Morgen, TomTom. Und wenn wir Wokingham haben, dann haben wir ein bisschen weiter zu fahren. Also insgesamt zwischen all den Kunden, also von jetzt bis zum Erreichen des letzten Kunden, dann haben wir 100 Meilen. Das ist nicht so viel. Kriegen wir eigentlich locker hin. Und das Wetter? Naja, ihr seht es ja selber. Okay. Und hier vorne staut schon wieder ein bisschen. Naja, es sind 15 Kilometer. Wie gesagt, ich werde jetzt hier einmal schnell wenden, dann muss ich wieder quasi eine Abfahrt zurück, kann da in Reading dann abfahren, um anschließend gemeinsam mit euch 760 zu erreichen. Das ist ein Logistiker, da geht, ich glaube, 0, irgendwas runter. Also nur der letzte Kunde kriegt nochmal wirklich Kubage und das sind nur 8 Kubikmeter. Ich habe auch heute wieder eine kurze Hose angezogen. Einfach nur, weil ich es kann, ne? 14 Grad, das reicht mir für eine kurze Hose. Ja, ich fahre mit Absicht rechts, denn wie gesagt, wir müssen wenden. Ich weiß ja nicht, wie weit er noch rüber wollte auf Kuschelkurs. Und wenn wir wenden wollen, dann nehmen wir natürlich im Kreisverkehr die möglichst rechte Spur. Auch hier wieder schön mit Ampelsteuerung.
jetzt können wir in der Spur bleiben. Das müsste uns noch reichen. Genau, M4I. Steht für natürlich, E steht natürlich für Ost, ne? East. Was bleibt eigentlich sonst groß zu sagen? Nicht das meiste, ehrlich gesagt. Die endgültige Tour für nächste Woche habe ich noch nicht. Ich weiß nur, dass sie quasi similar beginnen wird. Also sie wird fast die ersten beiden Kunden sind zumindest gleich. Und bevor ich euch jetzt langweile mit nichts sage, also mit keiner Aussage, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Kurz vorm Kunden und ja, bis später. So Leute, wir sind schon in Reading drin. Das sind nur 6 Kilometer. Ich habe mir gedacht, komm, die nehme ich euch jetzt mal mit, damit ihr mal ein bisschen wieder was vom Innenstadtverkehr und so seht. Ist natürlich alles noch ein bisschen schleppend hier gerade. Wen wundert's? Ist halt Berufsverkehr, ne? 8.30 Uhr. Richtige Spur haben wir auf jeden Fall. Ja, wir haben richtig schönes Herbstwetter hier in Großbritannien. Es ist seit gestern kontinuierlich am Pissen. Verkehr ein bisschen normaler wird. Seven60 Logistik. Jahre nicht mehr da gewesen, also mindestens ein Jahr, wenn die nicht mehr da gewesen, wahrscheinlich sogar zwei. Und jetzt kommen wir da an mit 0, irgendwas. Das heißt, wir können direkt durchfahren durch den Kreisverkehr. Wie gesagt, der Kunde in Wokingham und der letzte Kunde. Die beiden machen mir noch ein bisschen Kopfschmerzen während der Anfahrt. Wokingham, das scheint mitten in so einer Einkaufsstraße, so einer Fußgängerzone, da sind auch Pöller. Den werde ich gleich anrufen, sobald ich bei 760 fertig bin, um zu fragen, ob das wirklich auch korrekt ist, dass das Zeug dahin geht. Ist nur ein Kubik. Aber trotzdem muss ich ihn ja darüber informieren, dass ich mit einem großen LKW komme und nicht irgendwie mit einem kleinen Bulli oder sowas, ne? Das wäre schon von Vorteil, wenn er das weiß. Schräg rechts halten. 30 Meilen haben wir drauf. 40 dürftig. Okay.
beschleunigen wir also noch ein bisschen, obwohl da vorne ist schon wieder Ampel rot. Und obwohl ich ja hier quasi auf der verkehrten Seite sitze, ne, muss ich immer wieder sagen, es ist tatsächlich entspannter, Britannien Großstädte zu fahren, wenn man jetzt mal von London absieht, als in vielen anderen europäischen Städten, ne? Metropolen machen nie Spaß, sagen wir es mal so. Also weder Brüssel noch Wien noch Berlin, das macht alles nicht wirklich viel Spaß, da in den Innenstädten rumzugurken. Aber hier so eine mittelgroße Stadt wie Reading, da bin ich echt mega entspannt unterwegs. Die sind ja auch meistens gut ausgebaut. Na, was die Infrastruktur anbelangt. Da hat man ganz häufig vierspurige Straßen, so wie hier, also zwei Fahrspuren pro Richtung. Und das entzerrt natürlich so ein bisschen, obwohl hier wirklich viel Verkehr ist. Na? Wenn man sich ein bisschen Ruhe antut, kommt man hier meistens relativ gut durch. So ein 700 Meter soll ich mich rechts halten Richtung A33. Es kann sein, dass ich aber auf der Spur bleiben kann. Klaus Bärbel tut heute einer auf cool, habt ihr gesehen? Hat er sich Käppi von mir geklaut. Frei nach dem Motto, ich will auch mal eine Mütze tragen. So, 2 Kilometer Kreisverkehr links. Oh, was haben wir hier denn für ein Lost Place? War komplett lost. Guck mal hier, das ist auch wieder ein Self-Storage, ne? Lock and Store. Die gibt es ja wirklich in Großbritannien wie Sand am Meer, diese Self-Storages. Und wie häufig wir auch da anliefern, das ist echt sagenhaft. Ich meine, klar, das macht für kleine Unternehmen oder hier für ein Küchenstudio, der maximal so 2 Küchen zwischenlagern muss, bevor sie wieder in die Montage gibt, macht so Self-Storage komplett Sinn. Weil Lagerraum ist halt teuer und diese Self-Storages, die machen es halt ein bisschen günstiger, ne? Weil die auf, ja,
wenig Fläche, möglichst viel kleinen Stauraum anbieten. Also das heißt, die haben eine relativ geringe Grundfläche, bieten dann halt diese Abteile an oder Fächer oder manchmal auch Container, je nachdem. Und das macht es günstiger, als wenn man sich irgendwo ein Lagerhaus mieten würde, ne? So, gerade so für so ein Küchenstudio, die nun mal wirklich nicht viel Platz brauchen. Vielleicht brauchen die nur 10, 20 Quadratmeter. Da ist das Self-Storage wirklich echt eine super Lösung. An die meisten kommt man ja mit dem LKW auch einigermaßen dran. Es gibt aber auch welche, die sind wirklich ein Krampf. Weil die wirklich eher für so Privatleute gedacht sind. Dass die mal mit dem Bulli kommen maximal, ne? So, 2,3 Kilometer. Genau, ich muss jetzt nämlich hier runter. Du. 900 Meter kommt Kreisverkehr, da sollen wir uns links halten. Da steht das Brückenschild erst wirklich unmittelbar vor der Brücke. 15,6 Fuß ist aber hoch genug. Dem Kreisverkehr sollen wir uns links halten. Stehen die Bäume auch wieder direkt an der Straße. Und der Skoda fährt da lang. Wir fahren hier lang. Ich war schon so ewig nicht mehr da, dass mir hier nichts bekannt vorkommt, ne? Ich weiß genau, wie es beim Kunden vor Ort aussieht, aber dann hört es auch auf. Meter Kreisverkehr links. Schon immer wieder die parkenden Autos, ne? Range Rover rechts neben uns. Land Rover in dem Sinne. Jetzt wird es auch wieder eng, weil ihr seht ja selber, parkende Autos überall. Rechts stehen wir quasi schon echt am Rand unserer Spur. Am Kreisverkehr ist gerade so ein bisschen dicke Luft. Und wir haben nur 600 Meter.
Da ist richtig dicke Luft gerade an dem Kreisverkehr. Da ist Stau. Ach Mann. Ja, aber auch das gehört dazu, ne? Dass man mal einfach ein bisschen doof in der Gegend rumsteht und nichts geht. Kreisverkehr links. Die Spuren sind echt eng, deswegen nehme ich mir auch hier wieder den Platz, den ich halt einfach brauche, ne? Das heißt, da muss ich halt eine Spur mehr blockieren, weil ihr seht es ja hier beim Abbiegen. Das Rad ist wirklich ganz exakt am Bordstein lang gegangen, vorbeigekommen. Und also vom Trailer. Und stark, wenn ich stark einschlage, kommt halt das Heck auch stark raus. Das macht es für alle anderen Autofahrer natürlich ein bisschen gefährlich, würde ich jetzt mal beinahe behaupten. Navi, das ist keine Einfahrt. Okay, Leute, jetzt muss ich mal schnell reagieren und Google Maps zu Rate ziehen. Bis gleich. Okay, Leute, des Möbeltransports. Da vorne kommt gleich ein Kreisverkehr, in dem wir wenden können. TomTom wollte mich halt mitten auf einen, er meinte abbiegen, aber dieses, wo er meinte, dass ich abbiegen soll, das war ein Firmengelände. Ich kann ja nicht auf dem Autohaus drauf fahren und dann quer durch das Autohaus ballern, durch die Ausstellungsräume. Das geht ja nicht. Da war TomTom ein bisschen lost gerade. Und wie gesagt, ich bin schon wieder ewig nicht hier gewesen und habe dementsprechend auch keine Orientierungspunkte mehr im Kopf. Na, das kann halt einfach mal passieren. Scheiße, das ist gar kein... Er sagt zu mir, das hier ist ein Kreisverkehr, na, hundertprozentig. Aber da kann ich natürlich nicht drauf wenden, ne? Das heißt, wir fahren jetzt erstmal rechts, geradeaus war nämlich Breitenbeschränkung. Da seid ihr ja wieder voll im Game hier. Sagt er mir, ich soll hier vorne links wenden. Da soll ein Kreisverkehr sein.
da ist auch wenigstens ein Kreisverkehr. Ja, das war gerade echt ein bisschen lost, was unser TomTom hier zum Besten gegeben hat. Jetzt kriegen wir es aber wohl hin. Haben natürlich direkt wieder dicken Verkehr vor uns, ne? 7 Minuten, sagt er. Sagt TomTom. Da war natürlich auch noch eine Baustelle. Mit einer Baustellenampel, da werden wir gleich auch noch mal davor stehen. Schön ist anders. Boah, Leute, kommt es ja auch noch ein Knick hier. Das ist natürlich doof gelaufen, ne? Das ist doof gelaufen. Ach ja. Und zwar soll ich am nächsten Kreisverkehr rechts. Tja. Kennt das Spiel. Gute Laune, lass uns doch trotzdem nicht verderben, ne? Auch nicht auf den Donnerstag. Heute werden wir leer, heute fahren wir nach Hause. Richtung zu Hause. Wir werden natürlich nicht nach Hause, zu Hause ankommen. Das ist schon mal Fakt. Dafür reicht die Fahrzeit nicht.
Da ist die Baustellenampel. Da ist die rechte Fahrspur gesperrt. Was ist denn los? Warum komme ich denn heute nicht aus der Müdigkeit raus? Jo, das... Und er zeigt dem Auto auch noch einen Wichserfinger. Echt? Oder war das ein Daumen hoch? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann beides gewesen sein. Jetzt hoffen wir mal, dass wir mit dieser Grünphase schon rüberkommen. Aber ja, das sieht gut aus. So, im Kreisverkehr soll ich rechts. Steht zwar ein Sackgassenschild. Doch, das kommt mir jetzt wieder bekannt vor. So, erstmal den PKW durchlassen, ne? Sind wir auch gleich da. Mann, ey. So, da ist 760. Da müssen wir rückwärts auf dem Hof. So, Warnblinker an. Scheibe runter. Und dann müssen wir da hinten vors Tor. Hier zwischendurch. Der PKW meint natürlich, er könnte hinter mir fahren. Das ist nicht unbedingt immer die beste Idee. Halten wir uns da drüben mal an diese Fuge. Fahren rückwärts vor das Tor.
bleiben mit ein bisschen Abstand stehen, damit ich die Türen halt auch noch aufkriege. Genau so. Alles klar, Leute, dann machen wir es gleich. So. Ha, herrlich. So, Leute, das ging ja mal wieder schnell. Und wir sind jetzt schon unterwegs quasi nach Wokingham in Elmswalk. Ich habe da extra gerade angerufen und habe ihn informiert. Ich sage, komm, ich habe ja die und die Teile für dich. Er sagt, ja, korrekt. Ich sage, ich komme mit einem 17 Meter langen LKW. Da sagt er, ja, das weiß ich, das ist zwar nicht schön, aber du kannst rückwärts in den Elmswalk einrollen und dann so weit es geht und dann bringen wir das halt gemeinsam dann einmal schnell in den Shop rein. Ja. Das ist eine Aussage. Ne? Das ist eine Aussage, mit der man doch durchaus arbeiten kann. So mucki dat. So mucki dat. So. Gehen wir wieder links rum. Sag mal. Das sind 15 Kilometer. Ich werde die mal schnell abspulen, weil wie gesagt, hier den ganzen Stadtverkehr, den wollte ich euch jetzt nicht ein zweites Mal gönnen. Beziehungsweise wollte ich euch nicht ein zweites Mal antun. Okay. Wie gesagt, Industriegebiete, typisch britisch, zugeparkt. Und dann, was ich hier nicht verstehen kann, ist diese Situation. Das ist ein Industriegebiet, hier kommen LKWs rein. Da parkt man doch bitte nicht so nah an einer Dingens, ne? An der Kreuzung. Das macht man eigentlich nicht. So. Das sieht gut aus. Okay. Wie gesagt, ich fahre da mal schnell hin und melde mich dann von dort aus, ne? Bis gleich. So, Freunde. Wir sind jetzt kurz vorm Ziel. Ich habe mir natürlich diesmal vorsichtshalber gleich schon Google Maps wieder dazu geholt. Als ich beim letzten Kunden das im Navi eingegeben habe, habe ich auch das gleich gemacht. 12,60. Boah, jetzt wollen wir mal gucken. Also ich sehe jetzt hier links. Fast da. Den Laden schon gesehen. So, jetzt müssen wir ganz ruhig machen und gleich irgendwie den Leuten signalisieren, dass ich ein Manöver vorhabe. Denn wir müssen jetzt gleich da rückwärts links rein. Da müssen wir rückwärts rein.
Und das mache ich natürlich ohne Gas geben. Also ich fahre nur, da ist Rückwärtsgang ist drin und wir rollen einfach nur, ne? Mehr machen wir hier nicht. Damit wir auf keinen Fall schneller als Schrittgeschwindigkeit rückwärts fahren. Denn das kann hier niemand gebrauchen. Genau so bleiben wir jetzt auch stehen. Gut, Papiere schnappen, ab zum Kunden. Standlicht an, damit auf dem Trailer Licht ist. Bis gleich. So, Freunde, auch dieser Kunde ist erledigt. Wir fahren jetzt nach Ochsen. Das sind 64 Kilometer und ist damit auch der weiteste Trip. Weiteste. Ah, habe ich gute Laune. Temperatur nochmal runterdrehen. Ey, sobald das Auto in der Sonne steht, die Sonne hat halt noch ein bisschen Kraft. Nicht viel, aber ein bisschen. Und und schafft es halt auch echt, das Fahrerhaus nochmal gründlich aufzuwärmen. Schön ruhig, ne? Damit hier keiner eine Panikattacke kriegen muss. Und zwar Ochsen, der Kunde, da waren wir auch schon mal gemeinsam. Das ist bei so einem, ich glaube, John Deere Händler ist das. Also auf jeden Fall Landmaschinen werden da gewartet, verkauft, keine Ahnung, importiert. Wie auch immer ihr das, wie man das nennen will, weil ich habe davon echt Landmaschinen. Nur noch das Nötigste an Ahnung, sagen wir es mal so. Da war ich früher viel mehr im Game, als ich noch ein kleiner Junge war oder ein Jugendlicher. Da war ich durchaus mehr im Game. Wer von euch ist schon mal Massey Ferguson gefahren? Ja. Einen schönen MF. Oh, er war für sich selber am Rappen, so wie das aussah. Ah, Leute. Oh, Zug! Nur für da links. Wir haben grün und dürfen fahren. Ui, 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 ui. Ja, das ist der Bahnhof links neben uns. Ich habe richtig gute Laune. Ich meine, man hört es bestimmt raus, aber ey, warum nicht? Es sind nur noch 3 Kunden. Und die nächsten beiden bekommen ja so gut wie nichts. Nur Kleinteile. Kriegen wir das hin? Und ob wir das hinkriegen. Und den letzten, ach, das schaffen wir auch noch. 8 Kubik, Mensch. Kriegen wir auch hin. Machen wir uns doch nicht ins Hemd, ne? Schön.
Schön, 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 schön. Gehen wir hier nach rechts weg. Oh, hier diese ganzen Ampeln, ey. Keine zu viel, ne? Sehr gut. Okay, oh, ich muss Scheibe nochmal gleich mal hier mit dem Wischwasser ein bisschen, ne? Ihr wisst Bescheid. So, ich fahre jetzt erstmal 63 Kilometer, ist nämlich ein Schwung und wir hören uns dann Scha-Beta wieder, ne? Renjehauen! Satan, ich habe so gute Laune, also Satans Ziege. Ich könnte Schafe zu Tode streicheln. Schon wieder. Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Alles klar, Renjehauen. Freunde! Oh Mann, ich hab mir gerade so geile Musik wieder um die Ohren geballert, ne? Oh, herrlich. Da stehe ich ja wirklich total drauf. Jetzt kann man die wieder ausmachen, ne? Denn wir sind ja jetzt hier wieder live, ne? Ach, herrlich, ey. Die Woche neigt sich dem Ende. Es sind 3 Kunden. Jetzt erreichen wir den drittletzten in ganz, ganz wenigen Kilometern. Fahren jetzt hier in Tem ab auf die A329, biegen dann rechts ab und dann sind wir faktisch schon fast da. Der beste Job, den ich je hatte. Echt. Das ist einfach wirklich eine ganz gelungene Woche. Alles stimmt. Nette Kunden. Mega guten Auflieger. Was soll man sagen, ne? Das ist einfach genial. Es ist einfach genial. Jetzt fahren wir da gleich runter. So, 300 Yards. Blinker ist an. Aus und wir bleiben gleich in der rechten Spur, denn wir wollen ja nach rechts weg. Ne? Das heißt, egal ob da unten ein Kreisverkehr oder eine Kreuzung kommt, rechts halten ist auf jeden Fall angesagt. Ja. Ich habe so gute Laune. Ich habe so verdammt gute Laune. Oh, schön. Aber gerade hinsetzen hier. So, das ist der letzte Kunde, der jetzt quasi noch außerhalb von London liegt. Die anderen beiden, das sind quasi London-Kunden. Das ist schön, da kann ich auch London wieder aufschreiben. Was meine ich damit? Folgendes meine ich damit. London hat einen höheren Spesensatz als der Rest von Großbritannien. Das sind 60 Euro am Tag. Hey, kann man sich mal gönnen. Nehmen wir mit. Das sind wir ja gar nicht so. Jetzt haben wir 0,3 Meilen, dann haben wir da rechts weg. Dann kommen wir nämlich auf dieses Gelände drauf, von dem ich euch schon erzählt habe. Das ist halt, wie gesagt, hinten so Landmaschinen, Händler, Werkstatt, je nachdem. Und auf dem Hof sind dann noch ein paar kleinere Firmen. Genau, da müssen wir rechts. Auch das ist eine ehemalige Farm, ne? Wie gesagt, hier steht ohne Ende John Deere.
Das ist mal gar kein kleiner Mähdrescher. Hm? Schneidwerk ist auch ordentlich breit. Das ist bestimmt 9 Meter oder was. Wenn nicht sogar mehr. Aber egal, jetzt. So, wir müssen jetzt nämlich gleich hier vorne links rückwärts rein. Und zwar zwischen die parkenden Autos, denn da Ridgeway Interiors, das ist unser Kunde. Der rote steht nicht gut. Da vorne haben wir auch keinen Platz. Jetzt machen wir Folgendes. Wir haben ja nicht viel. Komm, wir stellen uns jetzt einfach hier hin. Und dann laufe ich halt ein paar Meter. Ist mir dann am Ende auch egal. Okay? Bis gleich. So, Freunde. Ich habe den nächsten Kunden eingegeben, das ist ja nicht der letzte. Aber ich habe ihn eingegeben. Und jetzt müssen wir erstmal raus hier. Da kommen noch zwei PKWs. Oder drei. Ja, wenn es hier Essig, ne? Ihr seht es ja selber, das ist so zugeparkt hier. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie viele Leute hier arbeiten, ne? Wie habe ich das denn damals immer gemacht? Ich weiß es gar nicht. Jetzt kommt wieder ein PKW. Oh Mann, ey. Genau, ich weiß schon, warum ich das hier nicht so mochte. Weil hier geht's zu wie im Bienenstock, echt. Ich glaube, da hinten kann ich wenden, Leute. Probier das mal. Und wenn nicht, dann muss ich halt da auch nochmal rückwärts fahren. Ist ja scheißegal, aber ich probiere es jetzt erstmal. Weil das sieht aus, als wäre da irgendwie ein bisschen Platz. Genau, jetzt fahren wir hier rechts. Wir rangieren da rückwärts rein und dann passt das auch. Thank you.
aber wieder 55 Kilometer zurück zum nächsten. Warum sage ich zurück zum nächsten? Wir waren ja noch nicht da. Nee, aber die Himmelsrichtung, die wir jetzt fahren müssen, die geht quasi wieder zurück auf London. Wir sind quasi für den Kunden rausgefahren aufs Land und fahren jetzt wieder nach London rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, dafür fahren wir jetzt auf die M40, die ja gleich hier vorne liegt. Ich nehme euch noch bis dahin mit. Boah, da muss ich noch eine eklige Geschichte erzählen. Ich bin so ein Typ, ich habe eine Arachnophobie. Also ich kann Spinnen überhaupt nicht ab. Also wirklich. Die können mich richtig lähmen. Es sei denn so, ich bin in Situationen, wo es nicht anders geht. Da kriege ich dann, ja, da geht's dann irgendwie. Aber bei den Kunden an der Tür, da waren Dutzende richtig fette Spinnen, oh, die auch sehr aktiv waren. Oh, ekelhaft, ey. Oh. Hashtag Spinnen sind widerlich. Wenn ihr das Gleiche denkt, dann ja, sie sind nützlich. Das will ich gar nicht abstreiten. Ne? Aber boah, da überkommt mich wirklich Ekel. Ja, wie gesagt, wenn du dann das machen musst, wenn, du kommst ja nicht dran vorbei, ne? Dann mache ich das, dann Augen zu und durch. Aber oh, also die Viecher gehören nicht zu dem, womit ich gerne irgendwie was zu tun habe. Da kann ich irgendwo verraten. So. Da werde ich niemals Best Buddy mit. So, jetzt geht es wieder auf die M40. Und Vollgas. 12.30 Uhr sind wir beim vorletzten Kunden. Und ja, das ist auch gut so. Oh. So, endlich mal wieder ein Stück Autobahn. Denn glaubt mir, Autobahn hatten wir wirklich nicht genug diese Woche. Außer auf der Hinfahrt nach Großbritannien. Schön. Naja, Leute, dann würde ich sagen, ich mache erstmal hier eine Runde und wir hören uns dann später, ne? Schöne Landschaft haben wir hier, auch wenn das Wetter mistig ist, ne? Aber so ist das halt. Gut, ich sag mal bis dann, ne? Bis gleich. Ciao. Also nicht abschalten, bloß nicht. Ich sag ja bis gleich. Mit dem Laubbläser an der Autobahn, nicht sein fucking Ernst, oder? Es ist windig, es ist Herbst und der Mann muss mit dem Laubbläser den Standstreifen auf der Autobahn wegblasen, das Laub. Also, ohne Worte. Hashtag die Spinnen, die Briten. Also das ist jetzt nicht wörtlich gemeint, sondern das ist mehr so im Obelix-Style. Ihr wisst, was ich meine. Ja, bis später. Mann, 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 Mann. Wildschwein mit Pfefferminzsoße. Die Spinnen, die Briten. Freunde. Jetzt fahren wir mal gerade wieder am Flughafen vorbei, ne? So, es sind noch 2,7 Kilometer, den nehme ich euch freilich mit. Guck mal, der startet gerade ein Learjet. Also den nehme ich euch freilich mit. Und wenn wir das geschafft haben, den Kunden, dann geht es endlich ab zum letzten. Und wenn es halbwegs trocken ist,
nehme ich dann die Kamera zum Abladen mit. Ich will es ja mindestens einmal drauf haben. In so einem Video, ne? Oh. Bis zum letzten Kunden ist es nachher auch nicht mehr weit zu fahren, weil wir müssen halt die M25 Kreuz in den inneren Ring reinfahren. Ich glaube, das haben wir jetzt sogar schon. Ja. Sind schon in London. Heathrow. Du bist Bescheid. Kunde ist ein bisschen spezieller von der Anfahrt, kannst nur von einer Seite kommen, denn die Straße, in der der Kunde ist, hat eine Brücke, die ist nicht hoch genug für unseren LKW. Das ist nicht so schön. Wir müssen bei dem Kunden auch in der Straße stehen bleiben. Der hat zwar sowas ähnliches wie so eine Parkline vor sich, die durch einen Bordstein getrennt ist, aber die steht immer vom PKWs. Also da braucht man sich keine falschen Hoffnungen machen. Jetzt wird es spannend. Wir müssen jetzt, genau, da seht ihr das, 3,60 Meter hat die Brücke. Und die Leute werden uns komisch angucken und die Leute werden denken, oh nein, ist der doof. Aber ja, ich muss halt vor die Brücke, ne, zum Kunden. Da müssen wir in der Straße nachher drehen, damit wir hier wieder rauskommen, ne? Alter. Hupt der da einfach eine Ambulanz an, ne? Ich würde jetzt auch ganz, ganz gechillt losfahren. Was für ein Vollidiot muss man sein, eine Ambulanz anzuhupen. Also echt, sorry. Mann, so eilig kannst du es doch im Leben nicht haben. So, jetzt wird es für uns auch grün. Noch eine weiter. Also das ist so wie das gerade da aus. Also sieht das auch bei unserem Kunden vor der Tür aus. Genau, da ist die Brücke. Die ist auch dezent markiert.
Armlenker an. Bleiben wir hier stehen. Und wir müssen nachher rückwärts da rein rangieren, damit wir wieder rauskommen. Also bis gleich. Okay Leute, so, wir sind wieder unterwegs. Ja, ich habe da schnell gedreht, ich habe die Kamera nicht angemacht, weil da ist wilder Westen gewesen in der Straße. Da war viel, viel los. Und ja, dementsprechend sind wir jetzt wieder unterwegs auf der A40. Guck mal hier, der Fokus geht einen rechts, sehr gut. Es ist auch gar nicht weit bis zum Kunden. Ich kann den Kunden allerdings nicht erreichen. Das ist nicht so schön. Das ist wirklich nicht schön. Aber was soll ich machen? Davon auf dieser Straße hier, ne? Und es ist halt nur ein Kutschenhaus, also von daher, das wird lustig. Das wird durchaus lustig. Die Adresse, die ich habe, das ist auch kein Safe Storage, sondern das ist wie gesagt direkt der Shop. Ganze natürlich relativ wenig geil. Ja, das ist eine Ausstellungsküche. London Skyline ist vor uns. Ich mache einfach mal einen Linksblinker, um noch einen links rüber zu kommen halt. Da dürfen wir eh nicht schnell fahren. Skyline liegt vor uns, der Smog genauso. Diese Stadt hat da wirklich ein Problem mit. Aber was willst du machen? So, ich werde jetzt nochmal versuchen, den Kunden anzurufen und euch mache ich kurz vorher dann auch wieder an, okay? Gut. Ich sag mal, bis denn. Weil jetzt gerade wüsste ich halt schon gern, was Phase ist. Bis gleich. So Freunde, das ist soweit. Ich habe den Kunden, er hat sich zurückgemeldet. Und er ist jetzt informiert, dass ich um 1 Uhr ankomme und er sagt, ja, für einen 17 Meter langen LKW haben wir den Platz. Wollen wir es hoffen. Wow, Leute, schaut euch das mal an. Da oben steht ein Mark I Panzer aus dem Ersten Weltkrieg. Wahrscheinlich eine Nachbildung, aber guck mal da oben. Seht ihr das? Da war früher immer ein Hubschrauber drauf auf dem Safe Storage. Das ist ein Mark I Tank. Und der sieht auch. Ey, das. Sorry, aber. Wie ist der da hochgekommen? Scheiße, das ist ein Original. Das ist nicht irgendwie eine Nachricht. Ich glaube nicht, dass er aus Plastik ist. Das glaube ich nicht. Fuck. Zum Glück haben wir aber ein bisschen Stau. Satan! Da steht ein Panzer auf dem Dach. Oder um es mit Obelix-Worten zu sagen, die spinnen die Briten.
Ey. Ja, das musste ich euch einfach gerade zeigen. Wir haben immer noch 5,2 Kilometer. Ich mach die Kamera auch nochmal aus, aber ey. Leute, Leute, Leute. Wer von euch hat zu Hause einen Panzer auf dem Dach? Arme hoch, ganz weit hoch. Ich sehe keine Arme. Oh, okay, keiner. Okay, ich kann es verstehen. Ich auch nicht. Unglaublich, Leute, unglaublich. Bis später. Wie gesagt, Kunde erreicht, er sagt, es ist genug Platz, er ist dann da. Hoffentlich hat er auch Leute zum Abladen, denn das ist eine Displayküche und die macht auch nicht wirklich viel Spaß. Sie ist nämlich groß, wenn ihr viele Teile und die will ich nicht komplett alleine da reintragen. Alles klar, bis später. Okay, Leute, es wird spannend. Kilometer circa bis zu unserem Kunden. Wow, 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 wow. So, jetzt steigt auch in mir richtig Anspannung an. Ich hoffe ja wirklich, dass das alles gleich wirklich glatt geht, dass das irgendwie so ist, dass wir da einfach stehen bleiben und abladen können. Meine Erfahrungswerte sagen, dass das selten so ist. Na, das ist halt das Problem. Deswegen kriege ich halt auch Bauchkribbeln bei sowas. So, mal da links. Ja, Google Maps läuft natürlich mit. German's Kitchens, da habe ich schon mal angeliefert. Aber das ist nicht das Kutschenhaus, was wir brauchen. Ja, ich bin so ein bisschen stumm gerade. Entschuldigt bitte. Aber wie gesagt, das ist nervenaufreibend für mich.
Ja, fuck. Da hinten kommt zum Glück ein Kreisverkehr. Okay, ich hab's gefunden. So Leute, jetzt muss ich am Kreisverkehr drehen. Ich werde den Typen jetzt schnell anrufen. Nicht wundern, dass ich jetzt Handy in der Hand nehme. Es gibt einfach Dinge, die müssen gemacht werden. Hallo? Yeah, hello. It's still arriving. Yeah. And I have to park on the main road in front of your shop, yeah? You can park inside. People reverse back. The other deliveries, they've just gone in, reverse back, okay. And then offloaded. Okay, can you come out to just stop the traffic for me? Yeah. That will be perfect. Yeah, no worries. Okay. Thank you. Oh, jetzt ist der Akku schon wieder platt. Pass mal auf, ich sehe es schon kommen. Ich komme da an und dann schlägt er die Hände über den Kopf und sagt, oh, der ist aber ganz schön groß, der LKW. Und dann werde ich sagen, ja, der ist immer so groß, der LKW. Okay, Leute. So, wie gesagt, der ist jetzt hier links auf unserer Ecke. Ich werde das mal schnell machen. Ich brauche jetzt meine volle Konzentration. Also bitte nicht sauer sein, ich mache euch aus. Bis gleich. Freunde. Wir sind leer und auf dem Rückweg. Was will man mehr? Ein kühles Glas Bier zum Feierabend. Vielleicht. Ich glaube, das hätte ich mir heute sogar verdient. Das war brutal eng, da reinzukommen. Und ich habe das auch gemacht, komplett ohne Kameras, auch das Rausfahren, weil in diesem Knick da übelster Verkehr geherrscht hat. Da geht Arbeit und Sicherheit und Arbeitssicherheit geht sowas von vor bei solchen Situationen. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, dass ihr außen vor wart. Na? Das Abladen war schweißtreibend, sehr sogar, denn da war niemand zum Anpacken. Es war nur der Besitzer vor Ort, der hat ein paar Türen geschleppt, das war auch okay. Somit musste ich diese fast 9 Kubikmeter da eben alleine reinbringen. War ziemlich auch ein Stück zu laufen mit jedem Teil. Schmale Tür, innen drin sehr eng. Eigentlich im Grunde genommen all das, was man nicht braucht. Lassen wir den Sprinter erstmal reinkommen. Wir haben jetzt 182 Kilometer in Hafen. Das ist nicht die Welt. Wir haben einen relativ ruhigen Weg raus aus London. Warum weiß ich das? Weil wir genau den gleichen Weg reingefahren sind. Über die A40 war das, ne? Ist ja auch egal, oder 406. Okay. Jetzt fahren wir Richtung A4, beziehungsweise M4, Richmond. Gut, ich lasse jetzt mal vorne die Kamera mitlaufen, mit Musik untersetzt und wir hören uns dann später wieder, ne? Also das Video ist noch nicht vorbei, keine Sorge. Ja, bis gleich.
So, Leute, herzlich willkommen im Bahnhof. Ja, wir werden mit dem Eurotunnel zurückfahren. Das ist der Plan. So, dann sucht man sich hier erstmal eine Spur. Nur noch eine rüber, weil da vorne einer quer steht. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Und jetzt warten wir erstmal. Naja, ich mache euch gleich wieder an, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Warum werde ich denn jetzt müde? Gute Frage. Nächste Frage. Hallo, Leute. Guck mal da. Es gibt neue Reifen für Kollegen. Ich bin gerade am Hof angekommen. Das Filmen vom Zug hat sich nicht gelohnt. Das war stundenlanges Warten gestern. Und auf der Rückfahrt genau das Gleiche. Ich bin jetzt aber am Freitagnachmittag um 15.27 Uhr am Hof und mache jetzt Feierabend. Werde gleich abgeholt von meiner Frau und dann soll es auch das gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, ich melde mich ab. Ich brauche jetzt gleich erstmal eine heiße Badewanne, glaube ich. Das klingt nach einem guten Plan. Alles klar? Rinja hauen.